Ey, oh, Fischi ist auch schon da. Warte mal, ich muss mal hier. Im Münsterland war richtig, ne? Moin. Ja. Moin. Hallo. Moin, moin. Und ein Fischi springt hier rum und ist nicht im Chat, das ist ja mal wieder. Ich hab grad gesehen. Klassiker, habe ich mir sagen lassen. Erstmal alles einstellen. Er ist pünktlich, wir sind überpünktlich. Das stimmt. Erstmal Tastenbelegung machen. Wieso das denn? Das hab ich tatsächlich schon gemacht. Macht das. Ach, Fischi, immer. Ja, stimmt. So. Fischi, immer erstmal Tastenbelegung eine Stunde. So, Felix. Dankeschön für deinen 8. Monat. Danke, danke. Ja. NJ hatte mich gefragt, ob er eine feste Karre haben könnte. Habe ich natürlich gesagt, gar kein Problem. Mhm. Er ist Dienstag den von der Gemeinde gefahren. Und jetzt wäre mein Gedanke einfach, dass das LU der Gemeinde den abkauft. Ja, können wir doch machen. Genau, er müsste den dann halt nur neu konfigurieren im Shop. Nee, fahr den einfach weiter. Wir können den ja im Safe Game in der ID dann einfach ändern. Ne, wir können doch in die Vehicles XML rein und können dort dem Fendt, ich weiß nicht, ist in der Vehicle XML das Kennzeichen mit drin? Boah, da fragst du was. Muss ja eigentlich, oder? Bevor wir aber weiter philosophieren, wir haben ja zwei verschiedene. Gern 7. Naja, halt das, die volle Lotte, oder? Ja, das eine ist mit DBL, ne, aus dem Vario-Package, und das andere... Das andere kann weg. Das ist, genau. Das ist, glaube ich, nur noch drauf, weil Thomas ja auch einen hatte, ne? Und genau. Ne, dann müssen wir nämlich das doch so machen, dass er den neu konfiguriert. Okay. Und dann eben im DevTool schnell mal kommt. Ja, dann mach das doch. Ja. Aber das mit dem Abkaufen macht ja trotzdem Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Müsste drin sein, ja, das Kennzeichen kannst du auch dort ändern. Okay, weil dann können wir nämlich per Kennzeichen, könnte man das, also gut, wenn wir es eh neu kaufen müssen, dann ist egal. Aber ansonsten hätten wir das dann auch über Safe Game natürlich regeln können. Na, hätten wir dann einfach an die Gemeinde das Geld überwiesen. Genau. Und hätten in der XML das umgeändert. NJ. Ja. Ich denke mal, den Dämmler wirst du heute freimachen müssen für Tino. Das habe ich schon mitbekommen. Bin ich schon drauf eingestellt. Okay. Und vielleicht. Unten ist keiner mehr. Oder doch, ich glaube, Tobi springt noch unten irgendwo rum. Obwohl, wir haben hier noch einen Krone stehen. Ich weiß gar nicht. Oh, hattest du den erst gefahren, den Krone, Bjarne? Nee. Hatte Pascal den? Pascal hatte den doch dahinter, letztes Mal. Ist auf jeden Fall von Hof Wessels. Das ist unserer, okay. Und wo ist Pascals? Achso, Pascal ist ja heute nicht da. Siehst du, ja, dann, NJ, dann kannst du Pascals Krone übernehmen. Mhm. Übernehme ich den Zug wieder vom letzten Mal? Ja. Ja, gut. Achso, wir hatten. Achso, Moment mal. Wo hatten wir zwei Dämmler am Laufen? Nee, einen. Ist das der Zug, den du hattest? Ich hatte einen. Den hat der Mitte gefahren hier. Den hatte ich. Achso, ja, nee, dann. Ja, klar, dann übernimmst du den einfach vom letzten Mal, genau. Klar. Werdet ihr Warcrop auf den Server nehmen? Ist das für den Drescher? Oder was war das? Nee, das ist hier. Dass die Pflanzen quasi so wachsen, wie du auch am Sehen bist, also mit Kurven und so. Musst du halt einbauen, ne? In die Map und in die Seemaschinen und boah, so. Boah, Performance, oder? Boah, danke ich. Hm. Ja, dann wahrscheinlich klingt aber nicht sexy. Ja, keine Frage, aber. So, wenn Tobi Tobsen dann nämlich nicht mehr Vollmute ist, der ist nämlich noch unten bei Wessels. Obwohl, nee, doch, wir bräuchten definitiv noch Anhänger hier oben sicherlich, weil. Wie ist denn bei euch drüben, Bjarne? Es kommt ja dann auch noch Martin. Ja. Also wir haben. Laut. Ihr habt noch was? Ich flitze mal gerade rüber zum Hof.
Guck mal, wir haben drei Ladewegen. Und moin. Ohne die beiden Drehschimmel haben wir nochmal zwei. Ach, guck hier. Mulden. Na, Mulden, ja, hier steht noch eine Fliegel. Genau, die Fliegel einmal und dann haben wir noch zwei Krone zur Verfügung. Zwei Krone Ladewagen. Ah, hier steht auch noch. Ah ja, da steht. Ach, da steht vom Alten. Ist vom Alten das Gespann. Natürlich komplett schmutzig. Aber ja, der ist auch noch am Start. Ich weiß gar nicht, ist Yogi heute da? Da fragst du was. Das war aber das Gespann von Pascal tatsächlich. Stimmt, den hat Pascal gefahren, den Case, ne? Ja. Okay, aber der ist ja dann noch frei. Aber Martin wird ja sein Martin wird sein Xerion fahren und Xerion dann vom Zweiachser ist natürlich auch. Bin übermotorisiert. Ja, gut. Leicht. Aber er muss bewegt werden. Fuhrparkmanagement. Sebastian schreibt, Warcrop dürfte ein Row Crop dürfte nicht so viel Performance ziehen. Wenn eh schon mehr Bodenwinkel drin sind, macht es kaum einen Unterschied. Und ich dächte, die Landersum hat definitiv mehr Bodenwinkel drin. Mhm. Okay. Ich habe heute ein Foto gesehen von einem abgehäckselten Maisfeld mit Raw Crop. Mhm. Boah, sah Hammer aus, ne? Ja. Mhm. Ich meine, wir können es nur probieren. So, Fischi wird ja dann sicherlich auf Silo wahrscheinlich. Also wir sind im Übrigen heute nicht hier bei der BGA, ne? Wir gehen fahren runter. Wer da ist, kann ja schon mal im Escape-Menü schauen. Wenn ihr euch die 1 oben anschaut, habt ihr ja im nördlichen Segment links und rechts eine Ausfahrt. Und dann fahrt ihr einfach nur links rum die Straße runter, bis zur nächsten Abzweigung, den Feldweg wieder links rein. Und dann kommt ihr zum Hofgelände 7. Dort müssen wir hin. So. Also ich doch schon längst. Das dürfte sogar wahrscheinlich kürzer sein als zur BGA. Und dort haben wir dicke Keilsilos stehen. Und die Keilsilos, da könnt ihr eigentlich bis an den Zaunrand abkippen. Also ihr fahrt dann einfach quasi wie ein U, fahrt rein, kippt ab und fahrt weiter. Und dann kann man sich das reinschieben. Am Anfang würde ich jedoch direkt ins Keilsilo reinfahren, weil die groß sind. Und da reinkippen an der Wand hinten oder so, ne? Wir müssen ja nicht schon direkt am Anfang schieben. Hallo zusammen. Hallo Tobi. Hallo Tobi. Hallo. Kurze Frage direkt an Tobi. Den Dolly brauchtest du ja nicht, ne? Nein, ach, nee, kein Quatsch. Dolly. Nee. Ich verwechsel dich auch gerade schon wieder. Ja, alles gut. Erstmal NJ, moin. Bratwurstsalat, moin. Piane, moin. Moin. Moin, Digga. Moin, Digga. Wie hast? Jo, alles gut. Test auch gut, jo. Ja, Test auch gut. Sehr schön. Mega. Tobi, mein Lieber, wenn du hochfährst, steht dein Auto unten? Mein Auto steht noch hier unten, ja. Kannst du den Ladewagen, den Glas mitbringen? Ja, steht er hinten unterm Schleppdach? Nee, der steht vorne. Vorne alles steht klar. Er. So, dann steht hier ja Adrians 936. Hier steht aber auch noch ein Puma. Das war Pascal hier, ne? Mit dem weißen, gemieteten. Ja. Der kann nämlich erstmal. Ach nee, das war. War der nicht, Ja, guck mal hier. Yogi gefahren? Ja, hier Kennzeichen E. Da fällt mir schon wieder gar nichts mehr zu ein. Ja, weg damit. Weg! Ich weiß auch nicht, ob Yogi heute kommt. Der hat nichts gesagt. War denn das? Das war das. Das war Discord-Sound, ne? Ah. Ja. Das war ein Dashboard-Sound. Digga. Was ist das denn für ein Käse? Oh, das ist mega lustig. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ich lass den jetzt hier stehen. Ich weiß nicht, ob er. Ich versuch's jetzt auch nochmal. Hallo, hallo. Hallo, Adrian. Hi. Adrian. Ja. Na, ihr? Mensch, ja, dass wir dich hier noch. Also, das ist ja. Kann ich auch nicht wahr. Ich bin noch hier im Server. Bist du der Neue? Ich bin noch nicht da. Abwart. Aber ich bin guter Dinge. Okay, pass auf. Ich muss gucken. Bratwurstsalat hat ein Gespann. NJ hat ein Gespann. Adrian hat noch keins.
Mainz steht hier oben, ich würde aber erstmal mit dem Krone anfangen wollen, wenn es okay ist. Würde dann aber heute auch gern noch abfahren wollen. Dann, Martin hat noch Kinn gespannt. Tobi bringt eins mit hoch. Mainz steht noch hier. Und Syntrak wird dann mit dem Dämmler fahren. Dann haben wir eigentlich genug hier oben. Dann kannst du, Adrian, den Kipper von Yogi nehmen. Der steht hier oben bei der Bege. Ja, ich gucke gleich, wenn ich da bin. Yo. Ich hatte nur gesehen, dass, glaube ich, der Fan auch da eine Mistplatte hin muss. Genau, standen. Und da steht auch der Kipper. Von daher passt das. Was ist denn das hier für eine alte Karre, die Yogi hier fährt? Was ist das denn? Das ist doch ein ganz altes Geschoss. Okay. Die Krone von dem Puma kann ich mir ja wegnehmen, ne? Das war ja das Gespann von Pascal, was jetzt nicht gefahren wird. Genau. Hier steht unser Monodeck. Schlepper tauschen, NJ? Ja, ich hol nur gerade den Krone dann direkt mit runter, weil das macht ja keinen Sinn mehr, Solo wieder hochzufahren. Das ist ja schwachsinnig. Wieso fährt ein Yogi den? Der hat doch gar nichts. Der hat das Sound. Ja, das stimmt. Aber den wird dann vielleicht, wenn er den Sound. Also, wenn er das Sound deswegen, würde ich den Sound vielleicht einfach in den anderen einbauen und gut. Das ist vielleicht die bessere Wahl. Weil der war geil im 19er. Das ist der von den Dudes? Nee, das war ein anderer. Ach, was? Das ist die alte Kiste aus dem 19er, 100%. Okay. Das weiß ich noch. Was steht hier eigentlich noch für ein Schiebefend? Oh, das ist Dirk seine Karre. Komplett schmutzig, damit habe ich nichts zu tun. Leck's mir am Arsch, ey. Aber Dirk hat mir gerade nochmal bestätigt, dass er nicht kommt heute. Ja, definitiv nicht. Zena, dankeschön für deinen 9. Monat. Das heißt, man kann das noch beheben. Nö. So, na dann ich ja schon mal den Krone. Will denn noch. Wer. Das müssen wir noch klären. Wer fährt denn heute noch Häcksler? Also, ich würde gerne im Xerion abfahren. Das ist in Ordnung. Wenn der Xerion nicht frei ist, oder wenn der Fenner frei ist. Murin kommt jetzt gleich in Sync vor mir. Fahr mal vorbei! Und dann werde ich mich einmal kurz aufmachen, einmal ein bisschen die Map abfliegen, weil ich habe hier ein macOS-Update eingespielt. Wie ist dein Motto? Oh. Dadurch muss ich das Data-Pad neu aufbauen. Ja, habe ich letzte Woche auch gemacht. Ah, ich muss die Mods nochmal neu runterladen. Klassiker. Mach ich mal eben. Lösen sich alle auf einmal melden. Ja, so sind sie. So sind sie. Das ist wie wenn du in irgendeiner Sitzung sitzt. Wer schreibt heute Protokoll? 6 Kühe. Ruhe. Ja, keiner. Das ist klassische Teamarbeit. Ja. Toll, ein anderer macht's. Ja. Wir häckseln Grünrocken. Naja, ich fange erstmal an. Wird sich schon klären, ne? Funktioniert das überhaupt? Ja. Alles einwandfrei? Ja. Okay, sehr gut. Eigentlich war das ja die Feuerprobe. Das war die Feuerprobe und wir haben echt guten Ertrag. Also wir haben nicht ganz 3 Bahnen Vorgewende auf der 1 gefahren und haben 1 Million Liter runter. Das aber die 1 war auch ein Riesending, ne? Ja, schon. Hektar oder was, ne? Schon, ja, aber trotzdem. Wir waren bei einer Tonnenlast pro Stunde, 200 Tonnen pro Stunde waren wir zum Schluss. Also schon kommt gut was runter. Alter Schwede, ja. Jo, was die liebe Nabend. Moin. War das eine Frage? Ja. Was? Moin. Da kommt er direkt entgegen. Yeah. Die dicke Bude. So. Dicke Bude, Junge. Treffpunkt BGA, oder? Soll ich schon? Ja. Okay. Ja, da fahre ich jetzt nicht mehr runter. Ich bin schon bei der 1 gleich. Och, Piane, ey, Digga. Ich war doch beim Shop, Junge. Wieso?
So ein Ladewagen hier, ne? Also wieder Sachen gekauft, oder was? Na so, feines, getauscht. Ach so. So einer bist du. Ja gut, dann fahren wir... Tausch betrügt. Dann fahren wir halt alle schon mal hoch zur 1. Ich glaube, wir hatten das Vorgewende irgendwo in der Mitte. Noch. Ja, vor der ersten Landzunge, also Quatsch, auf dem Knick von der ersten Landzunge. Ne? Siehst du eigentlich relativ gut. Mhm. Oh, hoffentlich ist das noch ein bisschen nass hier. Ach stimmt, wir haben Crop Destruction hier. Was war's? Slip Destroys ja, Fields. Genau, Slip Destroys Fields. Nochmal ein Versuch wert, weil der Ursprungsmodder, so hatte Björn nochmal reingepostet, hat er auch am Dienstag, glaube ich, geschrieben, oder? Ja, ich glaube, Dienstag war das, dass das jetzt eigentlich alles laufen müsste. Moin, moin. Ja, Dienstag hat er geschrieben. Ey, Specknacken-Digga, dankeschön für 22 Monate, Mann. Moin, der Specknacken-Digga, moin. Moin. Moin, moin. Martin, moin. Das war das Field-Mod, habe ich kein Stress mehr gehabt in letzter Zeit. Habe ich eigentlich noch gar keinen Stress gehabt, aber waren auch keine Auffälligkeiten mehr zuletzt. Ja. Aber wir haben das ja... dann alles rund. Ja, ne, wir hatten das ja mal vor... Ah, das war noch Version 1 wahrscheinlich. Hm? Und das hatte hier irgendwie Probleme gemacht. Deshalb und das ist ein weiterer Grund, die Beschleunigungsrampe bei feuchtem Boden ein bisschen runterzuhalten. Ja. GPS kann man mit Maisgebiss hexen? Ja, das Gebiss hier, was wir hier haben, das X-Collect kann das. Wir haben hier das X-Collect 900-3 und das kann auch ganz Pflanzensilage wegschnuppeln. Ich glaube, es waren zwei oder drei Stück, ne? Die ja, genau. Drei Stück, ja. Drei X-Collect, also drei verschiedene Ausführungen, ich glaube. Das 6, 3, also genau. 6, 300, 600 und 900. Genau. Matze, moin. Moin. Krause, moin. Wann kommt eigentlich heute Falco Hirschfeld dazu? Weil, keine Ahnung. Hatte ich jetzt nicht im Kopf. Wenn wir mal wieder Bedarf haben. Wäre mal auch, definitiv auch wieder eine Option, ja. Wobei, ich würde auch übelst gern mal Mario überfordern wollen. Hatte sich nicht Kollege Juri angekündigt für heute? Ja, Dienstag war er da, heute weiß ich nicht. Also wenn er immer nix sagt und nirgendwo auftaucht, dann ist er meist nicht da. Aha. Ich weiß nicht, wäre schön. Kommt er ja noch. Moin, der Doppelblitz bei der Abo-Meldung gerade ist auch schon irgendwie schwierig. Was für ein Doppelblitz? Hä? Verstehe ich nicht, was für ein Doppelblitz sind. Im Specknacken sehe ich keinen Doppelblitz. Vielleicht war das von der Schriftart ein bisschen komisch, das weiß ich jetzt nicht. Wie ist dein Motto? Radgas zweimal rum und dann gibt Kanone, ne? So. Der Fan 777777, guten Tag. Die Meldung ist, die im Stream aufgepoppt ist. Aber welcher Doppelblitz denn? Ich meine, Specknacken hat doch quasi keinen Doppelblitz drin. Oder ist das nicht im Namen gewesen, sondern woanders? Ich meine, das ist hier Stream Elements. Irgendwie sein, keine Ahnung. Muss ich mir da nochmal angucken. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Kann man mitspielen? Nein. Verkehr der Vorfahrt gewährt, ja, oder ich stand schon zu weit in der Straße drin, aber ja. Oh, herrlich. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier rum. War im Logo drin, ach so. So, ist das so? Kommst du an hier, keiner mehr da. Das habe ich nicht gesehen. Muss ich mir nochmal angucken. Nee, wir sind jetzt bei der 1 hinweg. 1, gut. Aber danke für den Hinweis, Chat. Mir ist es gerade nicht aufgefallen, wenn dem so ist. Muss man der Sache mal ein bisschen nachgehen, ja, weil das wollen wir natürlich nicht. Ja, dann kommt bei mir nochmal eine Synchro. Ja, immer raus damit.
Ich würde es dann auch so machen, dass wir heute die langen Bahnen hier hinten fahren, damit ihr halt kurze Wege habt zum Wegkommen und nicht die ganz langen Bahnen da vorne. Warte. Hast du Slip auch an? Muss man das anmachen? Ich meine, das ist standardmäßig. Oh, warte mal, ich bleib mal stehen. Also ich bleib mal stehen. Wo muss ich denn das machen? Ja, ich guck auch gerade. Irgendwo im Menü, ja. Wo war das versteckt? Zerstört Felder, da. Mittelmäßig habe ich an. Empfohlen, ja. Debug legt fest, ob ein Text erscheint, ja. Zerstörung des Feldrandes. Wollen wir das mit anmachen? Muss das jeder einstellen? Nö, ich denke, das ist Server. Ich weiß es nicht. Ist das global? Stell mal was. Also ich habe gerade eine Meldung oben bekommen, wo du was verstellt hattest. Ja, du hast gerade den Debug angemacht, ne? Ja, genau. Zerstörungsfilm, ja. Ja, nimm mit rein, ne? Gut, Spiel speichern. Ja, ist an. Oh. Ja, war safe. Ach so. Ja, kurz. Boah, ich bin erschrocken. Ja. Ganz ruhig. Ich hatte kurz das P im Gesicht. Ich dachte, ich hatte das P im Getriebe. Ja. Richtig. Gutes Ding. Ich muss noch eben Geld ausgeben. Der Xerion ist leider in einem bemitleidenswerten Zustand. Ich weiß nicht. Sowohl von der Tankfüllung her. Festgerostet. Sowohl von der Tankfüllung her, als auch von der. Oh. Als auch vom Wartungszustand her. Kann ich sonderlich. Merkwürdig, das kann ich mir nicht erklären. Jane? Ja. Irgendeine Vorgabe, was das Kennzeichen angeht? ST auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Und mach Freestyle, so wie du willst. Okay. Boah. Ja? Ich hab Frontscheibe auf. Also. Ich hab alle Scheiben zu und ich höre deine Karre trotzdem hier hinten drin. Naja, die Karre, die hörst du immer. Also. Oh, herrlich, ne? Der schreit es aus. Das ist unglaublich, ja. Ich freu mich am Hof und hör die schon. Wenn er so über 2000 Umdrehungen geht, dann kriegst du nochmal richtig ein. Dann geht nochmal richtig einer rein. Ja. Ab 22 Uhr habe ich auch Tinnitus. Jo. Wir sind bei 3,73. 3,73? Okay, Ronne, lass mich kurz hier mal. 3 und. Na, so viel Kohle mich haben da. Ich bringe mich da mal vor, Björne. Jo, mach mal. so. Ah, dann kauf mal. Habt ihr für mich schon irgendeinen Anhänger auserkoren, zugeteilt oder habe ich freie Wahl? Jetzt muss ich gerade. Ich überlege gerade, ihr müsstet bei euch noch einen Fliegel rumstehen haben. Unterm Dach an der Seite. Muss ich nochmal neu konfigurieren, aber ich weiß, was ich hatte. Also, einer habt ihr. Kaufst du dir auch schon mal direkt den Weight Bumper dazu dann gleich? Jo. Ja, ja, klar, den hole ich direkt mit dabei. Wo waren wir denn noch stehen geblieben? Irgendwo hier gleich, oder? Ich glaube, dass wir hier direkt bis zur Ecke gemacht hatten, ne? Hatten wir? Ich glaube. Das kann. Bin ich sicher. Kann sein. Aber hier sind auch noch zwei Bahnen nur weg, ne? Ja, hier sind auch noch zwei weg. Nee, das muss ja. Die dritte war ja dann rechts neben dem. Neben der Gasse. So, wo sind die Yogis denn? Da hinten ganz. Ach, da hier. Ja, also nicht weit, nicht weit. Und wir fahren dann heute zu der anderen BGA, ne? Auf der 7. Fahr mal hier, Hof ID 7. Hof ID 7, okay. Ich hab ne doofe Frage.
kann ich nochmal so einen Crashkurs für dieses Getriebe-Tool kriegen? Was wie ist dein Motto? Ja, pass auf, das ist noch nicht. Du hast zwei Fahrstufen. Ackerschnack. Fahrstufe 1. Das sind die grünen Punkte oben. Genau, die nutzen. Ackerschnack, mir bitte mich anwispern, bitte hier auf Twitch. Dein Namen, deine Anschrift, bitte. Und der Name, der auf die Autogrammkarte drauf soll. Und dann mache ich das fertig und schicke das ab. Finlay, guten Tag. Das heißt, du musst nicht mehr manuell schalten, sondern macht er automatisch. Schalte doch ab, wenn du Kurven fährst und so weiter. Waren wir denn die mal? Stufe 2, Fahrstufe 2, die eben für Straßenfahrten und so weiter. Und dann hast du die Beschleunigungsrampen 1 bis 4. Die 1 brauchst du jetzt eigentlich gar nicht. Die 4 machst du eigentlich nur, wenn du mit dem Schlepper so ohne Anbaugeräte fährst. Wenn sehr du jetzt schön, mit Sebastian. Mehreren Anhänger mich. Fährst, kannst ich du in der 3 fahren und mit dem vollen 6 Anhänger Kühe. In der 2. Und die Fahrstufen okay. Nur im Stand wechseln, nicht Redefahr. Und genau. Das rote da drunter? Das ist die Bremsrampe, die ist eigentlich so für Frontladearbeiten und so, die brauchst du jetzt ja nicht. Da bremst du dann ab einer bestimmten Kammazahl automatisch ab. Ja. Aha, also mach ich das einfach weg. Genau. Na gut. Wo waren wir denn nur, Herrgott mal eins hier? Ackerschnack hier auf Twitch bitte. Mich einfach schade, auf Twitch dass anschreiben. Mit in Real Life die GX von Krone so vielleicht selten hast du die Stelle erreicht, Felix. Finde jo, ich mega die Waage. Wieso kann ich eigentlich für den Serien? Ja, kein CVT, ist da nichts konfiguriert. Ist du ja musst komisch. Es im Shop machen. Du musst nochmal in den Shop gehen und im Shop ist das jetzt als Konfiguration drin. Ja, das weiß ich, weil ich nutze es ja bei mir auch. Aber ich habe also, die Konfiguration im Shop gar nicht angezeigt. Ach, stopp, wir haben noch eine alte Version. Wollte euch gerade zeigen, weil dass die nicht neuere gesehen. Nicht kleiner lief. Als 3. Ja, genau, okay. Stimmt. Ach dann ja, wundert mich auch nicht, dass ich eben Dashboard hier nicht sehe bei mir, weil die Symbole sind natürlich dann auch weg. Ja, das aber, ja, das stimmt. Aber das können wir leider nicht ändern, das schmiss Luas en masse. Warum, wissen wir nicht. NJ Adrian? Im ja. VCA-Menü, das ist ganz wichtig, Motormodifikation aus und niedrige Bremskraft auf 100%. Warum? Keine Ahnung. Weil es so ist. Ganz einfach, weil das VCA so von Mobi so wurde das eingebaut, dass der bei niedriger Bremskraft seine Eingriffe in das ganze Motorsystem rausnimmt, sodass das VCA, das DVT-Add-on da problemlos halten und behalten kann, dadurch gibt es keine Mod-Konflikte an der Stelle. Also niedrige Bremskraft 100 und Mod-Konfiguration ja. Aus. Exakt. Jo. Mit niedriger Bremskraft 100 schaltet sich VCA an der Stelle komplett aus und deswegen ist das wichtig. Aha. Und Getriebemodus, falls das noch nicht gesagt wurde, manuell mit Kupplung. Richtig. Ja, stimmt. Aha. Warum auch immer, es ist so von, denkst du, von es ist Mobli? Ja. Play löscht Sebastian. Bei mir nicht. Sebastian. Oh. So, wir gehen mal. Getriebeschaltung kann ich gar nicht aussuchen. Nee, es geht mir nicht allgemeine Einstellung. Anschaltmodus, ne? Genau, ja. Manuell mit Kupplung. Auf manuell mit Kupplung? Oh Gott, ich hab schon. Entweder übers F1-Menü oder was in jetzt? Den Einstellungen, genau. Speichert, ne? Ah. Warte, dann hat gespeichert. Ja, ich habe aus Versehen auf Speicher gedrückt, weil ich das geändert habe in den Einstellungen. Das war ja einfach immer. Ich war auch gerade kurz ganz drüber und dann. Ah. Wie schnell fährst du, Felix? 8. Das macht auch easy mit. Also, das merkst du. Also, wie ist dein Motto? Hat Gas, deutlicher Unterschied. Und er gibt Kanone. Jetzt fühlt sich das an, als würde die Mod funktionieren. Tisse. Aha. Kannst du dir nicht vorstellen, wie unangenehm das bei mir war? Zu fahren. Stimmt, ja, du hattest ja so Probleme mit, ne? Es ging überhaupt nicht, also es war eigentlich ja, unspürbar. Ja, Felix, Häcksler-Sound? Recht leise. Ja, ne? Ja. Okay. Also, ja, gut. Naja, gut, wenn der andere noch dazukommt, aber es müsste faktisch. Na gut, wenn der andere noch dazukommt, wird es wahrscheinlich lauter. Aber so ist es, ja gut, von innen relativ leise. Ich weiß nicht, wie es von außen ist. Also ich höre dich gut.
Ja, ist halt noch, ne, Work in Progress. Ja, ja, nee, aber ist schon mal ganz geil so. Welches Fahrzeug pfeift hier so? Der 900 DMS da hinten. Kann nicht sein. Ich hab keine Last gerade. Das ist der Häcksler, der so pfeift. Dicke Bude. Marc, hast du 50.000 Punkte? Punkte, ne, Junge. Und dann musst du die einlösen. Es kann aber auch sein, Marc, dass vielleicht gerade ein Cooldown ist. Da müsst du mal kurz warten. Aber, wenn ich das auf manuell stelle, kann ich nichts mehr umstellen. Was manuell stellst? Also auf manuell mit Kupplung. Hast du Anhänger schon dran? Ah, ich muss einmal außen wieder einsteigen. Ja gut, das könnte auch sein. Oder? Ja. Ja doch, Fahr jetzt funktioniert's ja. Okay. Na gut. Dann wollen wir mal. Dann schauen wir mal, was wird. Boah, herrlich. Achtung, ich setze zurück. Moin! Flex mir am Arsch, ey. Moin zusammen. Ah, der ist schon, dadurch, dass die Kabine noch hochfahren kannst, ist das hier das mal noch... Das ist geil, ne? Das ist, der ist, ja, das ist sehr übersichtlich. Ja. Das hatte ich mir auch gedacht. Flex Farmer, danke für den 800. Ja, bin bei 90%. Jo, ich komme links von dir. Ja, mit Mähwerk kann man das Ganze hier natürlich auch runterholen. Es geht auch um Direktschneidwerk. Es geht aber auch hier mit dem. Und warum mehrere Sachen haben. Guck mal, wenn wir jetzt mit Mähwerken losfahren würden, dann wären die Traktoren unterwegs, dann müsstest du es trotzdem noch häckseln. So haben wir es gleich alles mit einmal weg und sind ja auch auf 9 Meter Spannweite, also. Boah. Milf Hunter, moin. Moin. Also so von außen klingt er echt gut. Ja, von innen ist er recht leise, aber das ist vielleicht... Gut, es ist halt von innen vielleicht auch so, ne? Ja. Was man halt echt nicht machen kann, ist Geschwindigkeit halten fahren. Im Verbund mit Combined Experience. Da macht er hier nur 5. Nehme ich das raus, fährt er 8. Echt, wa? Mhm. Oh, okay. Wild. Ja, muss man mal schauen. Ich meine, da gäbe es ein Update von entweder VCA oder Combined Experience auf GitHub, dass das Problem ist. Okay, na, das müssten wir vielleicht mal noch updaten. Für nächste Woche dann. Mhm. Kann ich aber mal nachschauen. Ich meine, es war VCA, ich meine, Mogli hätte das gefixt. Das kann sein, dass ich VCA eine Weile nicht gemacht habe, ja. Tobsen? Ja, bitte. Du hattest dir den Krone doch mal angeschaut, ne? Zwecks DBL. Ja, genau. Ich hatte da schon mal mir was zurechtgelegt, ja. Wie ist dein Motto? Podcast zwar mal das wäre natürlich ultra Endstufe, wenn wir das irgendwie hinkriegen vor Mais wechseln. Akratin unter dir? Jo. Ist der Link zum System? Das ist, ja. Ich habe auf jeden Fall von dem Terminal Display habe ich das Display einmal in schön nochmal. Oh ja, herrlich. Quasi. Siehst du. Also in schöner HD-Auflösung und so. Ja, genau. Ja, geil. Sonst, also. Ich bin so bei 80% mit dem Jaguar, denn. Kann ich danach. Dämmert das hier gerade oder was? Ja, ja, drin, ne? Kommt. Bisschen dunkel, ja. Krass. Was? Wird's dunkel oder was? Server kommt gar nicht mehr klar, dass das jetzt hier geklappt hat. Verrückt, ne? Jetzt aber, dass es mal keinen gibt ohne Probleme, ist bei uns auch nicht möglich, ne? Jetzt ah, ist doch früh, was, ne? Nee, ich meine, das ist noch früh, generell, ja. Dirk ist raus, weil ungeklärte PC-Probleme. Ja, das Schwein, das meine ich. Ich bin ja aus meinem Daily-Server, auf meinem privaten Daily-Server-Spielstand fliege ich regelmäßig einfach auf dem Desktop raus. Das war ja letztens hier, Gott sei Dank nicht. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass es dann irgendein Mod-Licht, den ich in dem Spielstand habe, den wir hier nicht haben. Tobi, ein bisschen Platz da drin. Ja. Bin ich vielleicht demnächst auch mal weg. Entschuldige, mein Lieber, ich hab gepennt. Alles gut, alles gut.
Ja, ich meine, der Hexer-Sound ist schon erstmal echt ganz geil. Ich weiß nicht, ob man den innen würde ich ihn, also indoor würde ich ihn etwas lauter drehen. Ja, also was natürlich sein kann, gibt zwei Faktoren. Du kannst ja einmal den Indoor-Sound kannst du anpassen in der XML, das ist ja relativ einfach. Ja, ja. Aber die Sounds von Vasili, weshalb ich davon auch so begeistert bin, die Link-Notes, die passen halt auch sehr gut, ne? Also wo der Sound tatsächlich herkommt. Jo, das ist krass, weil wenn du dich hier umdrehst, hörst du also zum Motor hin, wird's genau. Viel lauter. Das ist wirklich genau. Crazy, das war mir vorhin schon aufgefallen. Ja, da hatte ich bei mir jetzt ja auch nochmal den vom Auspuffklang, also nur Auspuffklang, nicht Motorklang, nochmal rübergesetzt. Und das macht einfach so viel aus. Das ist Vanilla-Renzo. Den kann man entweder ein bisschen näher ranziehen oder halt Indoor-Sound hoch. Ich würde einen Indoor-Sound in dem Fall, da ist ja auch Motorsound dann inbegriffen, oder? Ja. Dann würde ich einen Indoor ein bisschen anziehen, da könnt hier drin ein bisschen mehr. Ja, genau. Und das Schneidwerk, wir haben ja zwei Stück, die müssen beide nochmal die Sounds kriegen auch. Ja. Das hat er auch selber gebaut. Genau, und ich dachte, bei den Mähdreschern hatten wir das jetzt nicht von Vasili, aber da hatten wir das, glaube ich, schon letzte Saison, hatten wir da schon irgendwelche Sounds reingeballert. Okay, ist jemand schon hinter mir? Ja, ne? Ja. Dann zieh ich mal nach außen. Ja, ist gut. Was komisch ist, ich habe die Terminals von den Dudes mit Hashback drin. Also, dass er automatisch die Terminals anzeigt. Und mit dem Krone hier zeigt er mir keins an. Okay. Mit dem Strautmann und mit dem Zweiachser-Krone zeigt er mir an. Ja, wahrscheinlich, weil das kein Ladewagen ist. Ah. Das ist keine Pickup. Hast recht. Ja, stimmt, hast recht. Das ist kein Forage Wagon. Ja. Eine Frage habe ich. Bitte. Linken oder rechten Kaisio? Der erste, wenn du reinkommst, denke ich, das ist scheißegal. Und dann hinten einfach in einer Halbboden einfach abladen. Ja. Im Übrigen, Adrian, sehr schick. Wirklich sehr schick. Ja, passt das so? Ja, finde ich schön. Sehr gut. Ja, ich fand so am sinnigsten, weil du dann halt im Kreis fahren kannst. Genau. So quasi einbahnstraßenmäßig. Ja, finde ich gut. Genau. Super. Auch wie du die Bau-Area gemacht hast, fand ich herrlich. Das ist richtig gut. Das hat original eine Sekunde gedauert. Ja, ich weiß auch, das ist doch cool. Aber wenn der LS das hinkriegt, hier mal, keine Ahnung, 20 Sounds oder so zu synchronisieren auf einem Haufen, wäre schon schön. Das wäre mal was, ja. Weil klar, jetzt kommen hier unsere Kisten, die rasseln, klappern, brüllen, pfeifen. Der Häcksler rasselt, klappert, brüllt, pfeift, schreit, das Mähwerk auch und dann ist natürlich hier ganz schnell Ruhe. Ja? 20 Meter zurück, da ist die Feldeinfahrt. Willst du gerade mal sehen? Okay. Jetzt 30 Meter zurück. Ja, ist ja kein Problem. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, sagt er mir, wenn ich hier anbleiben möchte. Ja, das kann Ach, sein. Scheiße, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen, das müsste man mal machen. Ja, los, sonst mache ich das gerade. Eine Sekunde. Ja. Jo. Reiß mich hier mal aus. Komm, habe ich dir extra noch geschrieben. Ich weiß, ich hab's vergessen. Ich habe an alles gedacht, nur daran nicht. Oh, alles gut. Was sag ich mit Fischi? Ich kommt uns dann später. Ah, okay. Der steht hier am Baum. Sehr gut. Klassischer Fischi. Da ist er wahrscheinlich. Da ist Fischi. Hey, Fischi. Moin. Na, Fischi. Moin. Schüchtern heute. Versuch jetzt mal. Was ist los, Tobi? Ja, jetzt geht's. Oh. Jetzt geht's. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Fischi. 90% haben wir einen hinter mir. Ja. Okay. Na, die Bahn schaffen wir noch hier. Ja. Ja, ich zitter mal ab. Jo. Achtung, ich setze zurück. Jojo. Feldeinfahrt? Ist hier eine Feldeinfahrt? Ja, ein bisschen weiter rechts. Ach, guck mal, wie war das hier kaputt? Ach nee, das sind die Gassen. Ich dachte, wir fahren das kaputt hier. Ich leg hier hinten einfach mal einen halben Mond hin, ne? Kommst du ran? Ja, bin dran. Also, ich habe auf jeden Fall schon eine kleine Furche gezogen. Ja? Ja. Geil. Ah, ich hab's auch drauf angelegt, ne? Na, wenn Mario, na, Mike. McLeod, dir eine gute Nacht. Hast du wieder einen Bernie gezogen mit deinem 39er? Wow.
Yeah, Bernie. Hat ja zweimal rum und er gibt Kanone, ne? Ja. Wie schnell fahrt ihr aktuell? 8. Gut. Hält er die 8 noch konstant? Ja. Ja, deswegen stehe ich hier, damit ich mich anschließen kann. Ja, reih dich ein. Ich lass mich zurückfallen. Also ich hab... Ich vor, du stehst 8, da schon die ganze Zeit. Also muss er sagen, 8 km/h, 75% Last. Bei teilweise über 200 Tonnen die Stunde. Also der hat... Über 1000 PS, ne? Der hat über 1000 PS, das merkst du halt, ne? Das schafft auch was. Ja. Was haben die Dinger für Motoren? Eine 12-Zylinder... Ich weiß gar nicht, was Toll. Krone hat. Bestimmt auch nicht. Ich meine, 12-Zylinder... Ja. Hat er nicht zweimal 6-Zylinder drin oder was? Das kann sein. Hat keine 12-Zylinder. Nee, aber er hat irgendwie einmal fürs Wechselwerk und einmal Antrieb, glaube ich. Ja, ich glaube nämlich auch. Okay. Ich fahre über die Straße wieder zurück zur Fläche, dass wir uns auf dem Feldweg hier entgegenkommen, ne? Jo, top. Hand von euch. Jo, top. Ja, 8R ist zum Schieben verdichten gedacht, ne? Du, ja. So, deshalb hat ich den schon hingestellt. Ich weiß noch nicht, ob wir aktuell noch schieben müssen, ne? Sonst kannst du dir auch gerne einen schnappen und dich mit einreihen erstmal. Mein 6R steht noch in der BGA. Gerne Zwillinger verpassen. Ja, hat er. Du musst nur auf dem BGA-Betrieb, also auf den ursprünglichen BGA-Betrieb wechseln und mit N an die Karre ran. Der hat Zwillinge. Der stärkste Feldhexer der Welt, Krone BGX 1180, ausgestattet mit einem Liebherr V12 Motor mit 24 Liter Hubraum. Ui. 24 Liter, Alter. Dezent. Die muss auch füllen, ne? Ja, ja gut. Ja. Was läuft da so? Keine Ahnung, 120 Liter? Kraft kommt von Kraftstoff. Hallo. So ist das. Hängen wir mal einfach 3 Gardiner Gartenschläuche oben im Zylinderkopf rein. Also ich weiß nicht, ob die Anzeige. Ich weiß nicht, ob die. Ich weiß nicht, ob die Anzeige stimmt, aber das wären dann um die 500 Liter die Stunde. Boah, Alter. 300 bis 500. Er hat der Kern. Wird wahrscheinlich schnell alle gehen, ne? Oh ja, sehr schnell. Scheiße. Hoppla. Huch. Der nächste. Jo, ich zieh einfach weg nach vorne, ich komm hinterher. Ja, ich schau. Die Bahn hätten wir jetzt aber noch zu Ende gemacht, ja. Ups, sorry. Ja, das sind Gespännchen, ne? Also passt auf, ich lass mal gucken. Ich überlege jetzt, wie wir es machen. Wollen wir. Warte mal, ich überleg mal eben. Ich denke, ich werde jetzt hier einmal durchstechen, die nächste Bahn. Sekunde mal eben. Ich guck mal, ob ich hier einen GPS-Kurs habe. Das macht die Sache nämlich angenehmer. Reicht dein Auslauf so lang oder soll ich dann mit der Kabine hinterher schieben? Nee, brauchst nicht. Das reicht. Okay. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob der Kurs hier passt. So, hier gehe ich rein. Nee, der Kurs passt nicht. Moment, dann muss ich eben noch mal schauen. F016 Meter. Linien. GPS-Kurs passt auch nicht. Scheiße, da muss ich mal noch einen ziehen. Ich mach mal 5 km/h, ne? Ein bisschen easy. Okay. Na, komm schon.
Kommst du nach? Passt das? Ja, ja, ich bin hinter dir. Aber dein Hänger füllt sich nicht, oder? Nee. Nee, noch nicht. Warte, dann muss ich noch näher ran. Dann solltest du jetzt gleich, bevor du bremst, aber Bescheid ja. geben. Jetzt ich ja, ja, alles gut. Jetzt geht's. Hey, moin. War ganz, ganz knapp. Aber super knapp. Okay, hätte gedacht, der hätte einen längeren, weil es ist schon das lang. Na gut, du hast einen recht langen Schlepper. Danach drehen wir und dann kannst du ja neben mich kommen. Ja, ja, genau. Gude. Moin. Gude. Ich glaube, hier geht's rein. Also die BGA gefällt mir echt besser. Ja. Oh, wer hat denn hier Baustellenschilder aufgestellt? Das ja. Das ist ja stark. Erschreckt von nicht zurück. Nee. Die haben ja die Einbahnstraßenschilder noch vermisst, aber. Sind doch. Achso, Einbahn, nee, Einbahnstraße habe ich noch nicht. Ich dachte, das ist erstmal, das reicht. Dachte okay. ich mir. Bis dir kommt. Also, ja. Also der echte Allmann braucht auch Einbahnstraßenschilder. Ja, ist richtig. Ja. Ist aber schön, dass hier schon drei Leute danach schreien. Das sagt ja mal wieder alles. Ich bin ja ganz glücklich, dass hier die Absperrung steht, sonst wäre ich gar nicht über die Waage gefahren, du. Ich fand, die sah so schön aus im Shop. Ich dachte, den nehme ich mal noch mit. Da ist auch noch einmal Scheiße. Ja, plötzlich Maschine. Fischi erfreut er sich und springt. Grüße. Moin. Wo müssen wir denn? Da. Einfach einen Bogen ziehen. Moin, Fischi. Aha. Martin, bleib mal einmal eine Sekunde. Das, oh doch, geht's. So geht's. Alles gut. Laden wir ab, ich höre nichts. Nee. So, bin da. Jo. Dann 8 km/h. Und die dicke Bude wieder angebrüllt hier. Jo. Nach wie vor noch nicht. Oh, was ist denn nun los hier? Störchen und Zapfwelle? Warte. Felix, hast du hier irgendwo noch eine Silowalze versteckt? Nein. Fahr dran. Die ist an der BGA, an der anderen. Ist noch eine Walze, dann müsstest du nochmal zurück. Okay. Immer noch nichts, ne? Nee. Man konnte mit dem Working Cam, könnte man jetzt die Rohrkamera machen, ja. Gerät ausgewählt? Aber haben wir noch nicht verbaut. Nee, ist ja. Mir ist bei 85%, habe ich schon jemanden hinter mir in der Ausstellung? Ja. Okay. Nee, kann doch nicht abladen. Achso, muss man die Fahrzeuge noch wechseln? Eigentlich nicht. Nee. Ich ziehe dann jetzt gleich nach vorne raus. 97, ja. 98, 99, ich gebe Gas. Ich kann nicht abladen. Auch nicht mit gekauftem Land? Eben konnte doch schon jemand abladen. Ja, will ich schon Tobi, abladen. Hexeklappe auf hier oben, hier, Abdeckung oder sowas? Kornschieber. Nee. Sind die Schläuche alle dran? Ist dran, habe ich eben nochmal getrennt, nochmal wieder ran. Der Ladewagen ist an. Merkwürdig. Weil ich habe allen eigentlich hier auch Lohnerstatus gegeben. Genau, auf welchem Hof bist du gerade? Wie gesagt, ich habe allen Lohnerstatus gegeben. Wir müssen eigentlich ja, alle. Das war ja die Frage, ob ich die ID noch wechseln muss, aber das wurde vielleicht. Ich bin jetzt da nicht hin. Wo ist denn die neue BGA eigentlich? Hof 7, nahe dem Shop. Lass mich auch gerade einmal drehen. Es ist ach, ganz schön eng hier, da sind 3 Bahnen vorgewendet, das reicht immer noch nicht, ne? Müssen wir eigentlich schon eine 4. machen.
Jetzt ja, ja. Ich meine, jetzt häckseln wir das erstmal weg hier. Höchst interessant. Bei mir kommt nämlich auch nichts raus. Wer hat denn schon abgeladen? Ich. Bratwurst. Bratwurst und Bärne. Wieso können manche und manche nicht? Meldet euch mal bitte als Admin an. Bin ich. Tatsächlich. Ja, müsste ich. Warte mal. Jane und Bratwurst sind auf dem LU. Die anderen beiden nicht. Ja, ich bin auch auf dem LU. Du auch? Ja. Ach, stimmt, ja, ja, doch, stimmt. Nur Tobi nicht. Also müssen wir jetzt aufs LU wechseln. Keine Ahnung, eigentlich nicht, wenn alle Lohnanstatus haben. Kigesi, das kann natürlich. Jo, du hast recht, Kigesi. Ja. Ja, das Interessante ist, er startet die Abladeanimation, aber lädt nicht ab. Ja, das ist ja erstmal nur Klappe öffnen. Ja, ich habe es mal gewechselt und versuchen das gleich nochmal. Aber die Textur in dem Ladewagen bewegt sich ja auch, aber es kommt nichts raus. Hä? Das ist merkwürdig. Okay. Hast du Lua, Aero, irgendwas? Nö, alles grün, alles Bein. Nix drin. Okay. Jetzt wird's spannend. Und aber ein Synchro-Ding sein. Das habe ich nämlich auch ab und zu, dass der Wagen gar nicht voll wird von der Optik her. Das stimmt. Aber das wäre bitter, das hatten wir eigentlich. Naja. Naja, wäre möglich. Ja. An die Jungs hinter mir. Ich würde am Ende der Bahn einfach wegfahren. Kommt in etwa hin. Jo. Der lädt aber auch nicht vor dem Silo ab. Tatsächlich. Nein. Ich bekomme auch keine Anzeige hier abladen. Ich komme da jetzt auch mal hin. Mal gucken, ob ich abladen kann. Tobi, sonst steig doch mal aus. Ich komme mal. Ja, steig mit dir ein. Kannst schon mal bei mir einsteigen, ich bin schon mal ausgehüpft. Check ich noch nicht so ganz. Hat ja auch keine Klappe zum Öffnen hier oder so, ne? Nö. Das verstehe ich nicht, wieso können manche abladen und manche nicht? Ne, das check ich jetzt auch schon wieder nicht. Das ist neu. Das ist neu. Das ist eng. Das passt. Fahr mal weiter. Stopp. Fahr mal weiter. Das Stopp. Das passt. Sehr gut. Das ist so geil. Oh, der ist ja auch so. Der ist hier so. Du hast so eine gute Übersicht in dem Big X hier. Das ist echt krass. So, jetzt zieh mal rum da. Ey, fang ich. Mit deinem Bruder. Ja, da ging's jetzt, oder was? Warte. Ja, gerne, guck noch. Nachdem man mir meine Tür abgefahren hat. Oh, 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 dann wird teuer. Nee, bei Björn kommt auch nichts. Oh, nee, ey. Oh, doch, ey. Wechselt mal bitte auf den anderen Hof. Oh, warte mal. Kann das damit zu tun haben, dass das Häckselmaterial... Nee, eigentlich ist es scheißegal, das muss doch überall hinkippen. Aber es konnten doch schon welche abladen. Ja, stimmt. Ha. Jetzt, Ja, Lukas, mach ich noch. Blanken oder so ein Biogas, ne? Ja, das wäre der... Wirklich komisch. So, Adrian und Felix sind noch auf unserem Hof. So, warte mal, wir haben hier noch eine Bahnvorgewende vergessen. Ich fahr mal eben vor. Weil sonst habt ihr hier beim Wenden wirklich Probleme. Ich bin jetzt aber auch gleich. Mal gespannt, ob ich dann abladen kann. Also, im Hof hat's nichts zu tun, tatsächlich. Das gibt's doch gar nicht. Ist das Silo voll? Ja, mit Luft, Digga. Wo laden wir denn jetzt denn ab hier? Wie bitte? Wo laden wir denn überhaupt ab? Na, bei der 7, Nähe des Shops. Jungs, sucht doch mal ein anderes Kell-Silo.
Löblich. Weil ich sehe im Silo nichts und ich sehe hier auch keinen von euch. Wir sind schon nicht an unserer BGA. Ja, wir waren aber mit Waage und Absperrung und so weiter. Ja, also das stimmt. Ja, das ist richtig. Wir weiter hinterfahren. Ja, du bist doch mir gerade entgegengekommen, Martin. Ne? Ja, genau. Und dann bin ich jetzt an der Einfahrt geradeaus, an dem Tennisplatz vorbei. Tennisplatz? Was? Was ist das für ein Platz hier eingezäunt? Achso, das ist der Bauplatz. Ja, aus der Ferne sah das aus wie ein Ascheplatz. So, und jetzt habe ich zur Linken zwei Silos, zwei Keil-Silos. Ja, das ist korrekt. Das erste. Ja, aber jetzt ich krieg auch im zweiten Silo nichts abgeladen. Ja, da ist auch was drin. Dann fahren wir da jetzt mal rein. Füllen halt alle gleich, ja, muss. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich was aus meinem Haus kriege. Hat noch jemand Gras im Ladewagen gehabt? Das klingt falsch. Ja, zeig mir an, was hat er denn an? So, warte mal, wir drehen gleich wieder um. Wir haben nämlich jetzt, das ist die dritte Bahn hier durch. Oh. Und dann fahren wir wieder vor, ne? Adrian. Ja. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, versuch mal dein Glück. Ich hatte schon die Vermutung, dass das an dem Siliermittel liegt, weil meiner mit dem Siliermitteltank ausgestattet ist, aber... Ja, meiner auch. Bei mir ist auch Siliermittel noch drin, aber das wird nicht weniger. Nee, ich glaube, bei GPS wird das... Doch, mein Häcksler benutzt das. Deshalb ja, wird das... Ja, beim Häckselwagen ist ja nur, wenn die Pickup an ist. Ja. Und du was aufsammelst, dann... Nimmt ja, der Häckselwagen... Ja, sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ne. Den TMS fährt Bjarne. Ich kann abladen. What the fuck? Adrian kann abladen. Ich auch. Martin auch. Martin auch. Ah ja. Also einmal neu singen können. Jawollo. Aber ich hab auch bei mir Grünroggen drin, ne? Ja, das ist ja richtig. Was? Und das. Ja, bei mir ist unten das Grünroggenzeichen. Und das wird dann zu Ganzpflanze im See. Ja, ja, genau. ja, gut. Ja. Das ist ja richtig. Genau. Aber wieso soll das denn am Sync liegen, wenn ich gerade mit dem Fahrzeug von NJ auch nicht abtanken konnte? Nee, wenn du gar nicht abtanken kannst, ist merkwürdig. Warte mal gerade. Vor allen Dingen NJ hat sogar den gleichen Anhänger wie ich. Und was ist, wenn ihr Schläuche und sowas nochmal neu dran macht und abmacht? Ja, habe ich auch schon versucht. Ja, den kompletten Anhänger auch schon genommen? Adrian, spring mal gerade hier rein, guck mal, ob das selbe Symbol von der Frucht drin ist. Ich weiß gerade nicht, ob das Richtige ist. Warte, wo ist sind das da? So vier Ähren? So ja, vier Ähren. Verschachtelt? Ja, genau. Ja, gut, das habe ich auch. Ein anderen Filter-Type können wir mit deinem... Nein, der Filter-Type ist derselbe. Ja. Das ist jetzt hier gerade was ganz Ominöses. Na, das ist doch unsere Spezialität. Ja, du hast es ja eben wieder angeteasert. Oh, keine Probleme verdammt. Heute! Ach, verdammt. Stimmt. Ja, Kartenfall ist das schon wieder. Das war doch der Cliffhanger. Habt ihr die Zapfwelle dran, die Lade ja. Wie ist dein Motto? Komplett angeschlossen. Und dann gibt ja, die Animation eine. Läuft ja auch ab. Yannick, das ist Vanilla. Bang oben, die läuft weg, hinten macht die Klappe auf alles. Dann ist Sync im Silo, dann kommt das Material erst später gesynkt. Nee. Da geht ja nichts aus dem Anhänger raus. Ich weiß ja, aus dem Anhänger geht nichts raus. Soll ich den Server neu starten? Leute, hört mal bitte auf mit den Fragen, wann ich was mache. Bitte seid so lieb, okay? Ich fahre jetzt hier gerade noch ein bisschen und dann schaue ich einfach mal. Jetzt geht's. Einmal Anhänger ab und dran machen, dann geht's. On off? Ja. Ach, Jungens. On off. Kann man den Profi ranlassen, dann geht die Probe wieder, ne? Hover on off. Soll ich nochmal drauf drücken? Oder mal nein. Meine Güte. Der Klassiker. Haben wir das System schon mal runtergefahren und neu gestartet? Ja. Haben Sie schon mit einem ausgeschaut? Ja, dann kommst du ja nicht rum mit deinem Schiff. Na, fahr schon mal gerne. Schieb jetzt doch einfach rückwärts rein, oder was? Kennst du den Weg, oder? Ja, haben jetzt Jana auch gemacht, jetzt... Ja, ich doch mehr ausholen. Ich beug mich der Mehrheit. Richtig. Und ich hatte da jetzt eine Banane hingelegt.
Die war auch schön. Green Bampus schreibt, warum NJ nichts kann. Warum? Weil es muss ja einen geben, der halt nichts kann. Ja, ich mache mich gerne freiwillig für sowas. Boa, moin. Moin. Wir hatten vorhin eine Kommunikationsstörung auf Discord, als ich fragte, wer übernimmt denn dann den Häcksler eigentlich? Achso. Ich hab dich akustisch leider nicht verstanden. Was war das? Immer dieselbe Scheiße. Immer dieselbe Scheiße mit euch. Also ich würde bald eine Raucherpause machen, dann können wir gerne tauschen. Geil. Anhänger auf Kiff-Ohr war. Und alles cremig Ohr. Auf Kiff, Alter, ist so geil, Mann. Oh, also die das Aussprechen. Ja. Ja. Wer ist denn Kornschieber? Bist du das, Shifty? Ja. Das ist noch ein altes Relikt. Also okay. Tja, ich möchte das nicht weiter erläutern. Ach, alles gut, nur dass ich weiß, wen ich hier neben mir stehen habe, deswegen. Ich hab's aber auch echt erst gereilt, als es der New Holland war. Ja, ich habe das verplant. Ich weiß nicht, kann man das jetzt in-game noch ändern? Klar. Nee. Ja. Wenn du schon drin bist. Auch ein kleiner Kleiderschrank. Ja. Kleiderschrank, ja. Ach, klein, wo war der denn nochmal? Bei Namen ändern. Kommt bei P einer? Und dann unten Shop, bei dem Baumenü. Ja, Martin und ich sind auf dem Weg. Gut. Geil. Ich kann auch überladen, ne? Hier los. Hoppla. Was? Hey. Naja, mein GPS-Empfänger war gerade auf Kiff. Oh. Na, typisch. Krone. Typisch. Was nützen die denn Krone? Weiß das jemand? Und den eigenes System? Boah. Fragst du was? Ja, frag ich. Der Chat weiß das. Bestimmt. Schwarmintelligenz, bitte. Wir nutzen gern die Schwarmintelligenz. So, ich bin. Ich höre es. Jetzt voll. Ich sehe es nicht, aber ich höre einen 900er hinter uns. Oder? Ach nee, das bin ich. Ja, gut. Ja, und zack, kommt nämlich auf einmal wieder keiner mehr hier, ne? Ja. Martin, was ist los? Ich sag jetzt nichts, okay? Ich wollte nur kurz die... Ich denke, du bist voll, Björn. Ja, bin ich auch. Ah, okay. Ich hab noch deinen Sprühstrahl hier abgewartet. Na. Wir müssen mal links. So, schau mal, ob ich hier Furche ziehe. Ich gebe ihm alles. Boah, ich hab hier wieder 10 FPS. 20% Schlupf. Nee, wa? Nee, reicht noch nicht. Okay, 20%. Mhm. Also, Martin, ich weiß ja nicht. Jetzt geht's wieder. Ich weiß ja nicht, ob die mit dem Update was gemacht haben, aber. Ich hab mehr. Ja, hat ja nicht jeder denselben Rechner. Nur weil nein, du jetzt hier schon wieder flexen. Nein, das ist kein Flex. Das war ja vorher trotzdem nicht viel. Trotz des neuen Rechners. Ja, aber die Giants, du meinst im Spiel generell? Ja, ob die vielleicht von Giants mit einem der letzten Updates nochmal ein bisschen Performance geholt haben? Schön wär's. Ups, schön wär's. Mensch, ist so negativ, Mann. Danke für den Hinweis, Lukas. Echt, ey. So, wir kommen jetzt aufs Feld gefahren. Ja, bitte. Genau. Wenn der PKW mich lässt. Ja, er hat's. Er hat sich an vorbei getraut. Oh, was ist jetzt passiert? Steuerung I quasi, ne? Oh, herrlich. Ja. Oh. Moin. Junge. Kann man das bei dem Big X eigentlich auch separat steuern, dass er die Kabine nicht aushebt? Ja, das kannst du separat steuern. Okay. Du klappst quasi das Fahrzeug aus. Ja. Ach so. Also es ist echt fett mit dieser gehobenen Kabine. Ja. Ist die gehobene Ausstattung? Ui. Auch gut. Oh Gott. Ehrlich. Der war so schlecht. Ich fand den super. Ja, ich bin schlechteres gewöhnt hier. Ja. Ja, was sowas angeht, kann man von so nichts Gutes erwarten. Ja, ich muss erstmal System starten hier. Er will nicht.
Was sagt denn dein Tank? Leer. Meine? Oh, ein bisschen. Jetzt läuft der Lachs. Na, dann los hier. Ach, da oben seid ihr, okay. Krone-Lenksystem, GPS-Guidance, jetzt auch ein Big Ego. Also ein Eibus, okay. Ja, wieder Adrian. Ich weiß nicht, ob du zu dem Schnipsel hier noch herkommen musst. Hier steht nicht mehr so viel. Ich weiß nicht genau, wo du abgebogen bist, Martin. Ja, ich bin eigentlich jetzt gerade erstmal wieder im Uhrzeigersinn an der Schnittkante. Wollen wir auch diesen Schnipsel hier mal machen? Ja. Machen wir. Gut. Oh, das nervt er hier, das ist ja. Turi Tobi ist auch am Start, ja. Turi Tobi, Teuer Tobi, Kornschieber Tobi, VCA Tobi. Ich kenne niemanden, der so viele Alias hat wie du, Tobi. Nee, das stimmt. Hashtag keine Seitenkonsole für dich. Nee, ja, auch. Aber der ist ja jetzt alt. Ja, ja, der ist alt. Ja, der ist ja dann ist er auch alt. Ja. Alles abgebrannt. Fischi, ich fahre nochmal eben vorbei hier. Welche Wachstumsstufe hat der Grünrock? Müsste ausgewachsen sein. Ja, mach das ruhig. Ja, ist das jetzt eigentlich gut mit dem Ertrag, so wie das ist? Oder ja, muss dann noch angepasst werden? Nee. Also ich meine, das ist gut. Weil das sind jetzt, glaube ich, Werte von, ich habe den Namen vergessen. Aha, cool. Der hier, der realistische von den... Ach, von dem sind die Werte. Ja. Du weißt, wen ich meine. Ja, 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 oh, ey. Von den anderen Jungs aus Münsterland. Ey, das kann man nicht vergessen eigentlich, oh, nee, oder? Ich komme auch gerade überhaupt nicht drauf. Das ist ja völlig krass. Na, sag Prezi. So, jetzt haben wir Prezi, jawohl. Von dem sind die genau. Prezi. Nee, die sind Prezi geil. Das sind Top-Werte. Gut. Nee, Grünrocken hat hier Adrian eingebaut. Also, Adrian sagt, das war nicht so schwer, Adrian, oder? Grünrocken? Wenn du schon mal mit dem Giants Editor und halt generell mit Mods gearbeitet hast, ist es relativ logisch aufgebaut. Gibt doch bestimmt auch Videos da draußen dazu, oder? Ich habe davon aber auch keine Ahnung. Ich finde es schon umfangreich. Okay. Ehrlicherweise, ja. Also, das Beste ist, sich eine Karte runterzuladen, die es drin hat. Und sich vielleicht mit einem Video dran lang zu hangeln. Also, aber ich finde es schon recht schwer, weil man muss überall die Filtertypes eintragen, die Frucht eintragen. Also du musst schon einige XMLs öffnen. Da musst du ja auch die Texturen haben für den Grünrock und. Weil sonst kannst du es am Ende nicht in die Anhänger laden und sowas. Du passt ja nicht jeden einzelnen Anhänger an. Nee. Also, es kommt halt drauf an, was man kann, ne? Wenn jetzt einer, der noch nie den Giants Editor offen hatte, sagt, ich baue mir jetzt Grünroggen ein, dann würde ich sagen, lass es. Ganz wichtig ist, glaube ich, nehmt euch Zeit. Ja. Macht das nicht mal eben schnell, huschi huschi zwischen Tür und Angel. Das wird nix. Das geht aber für alles, was mit Wording zu tun hat. Ja. Ist so. Ein Zeichen falsch gesetzt, die Map schadet nicht mehr. Ja. Und du suchst den Wolf. Ja, haben wir, glaube ich, alle schon mal gehabt. Boah. Aber prinzipiell ist ja zu sagen, wir hätten den grünen Roggen gar nicht eingebaut, wenn die Ertragswerte im Häckseln gepasst hätten. Also ihr könnt ja prinzipiell, könnt ihr alles häckseln. Nee. Es ist schon eine feine Sache mit dem grünen Raum. Ja. Tobi. Ja, bitte. Ein kleines Stückchen. Hast du noch im Kopf, oder? Auf was für eine Shaked Animation du die Kotflügel gesetzt hast bei dir? Dann kommen wir hier mit rüber, bitte. Einfach. Ja. Und dann fahren wir da drüben dann wieder weiter. 90. Ja. Das sah nämlich gerade echt geil aus. Ich glaube, das ist 90. Ja. Ich kann gleich nochmal reingucken. Dirk hat PC-Probleme, ist aber gerade am Basteln und Machen. Also. Ja, ich glaube, Auspuff habe ich, glaube ich, 100, den Wert 100 eingetragen und Kotflügel, glaube ich, 90.
Na genau. Ich meine, mit Kotflügel habe ich 100 und Auspuff 150. Ja, das fand ich zu viel. Das war zu schnell. Ja. Gute 200 Tonnen pro Stunde. Über 220 jetzt. Knapp 230 Tonnen. Heftig. 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 Also, ja. 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 Ich würde nur sagen, wer da hinter mir ist, der könnte sich bereit machen. Ich würde jetzt gleich einfach Gas geben und von dannen ziehen. Um da nochmal drauf zurückzukommen, also wir hätten den Grünrocken gar nicht gemacht, hätte das im Weizen zum Beispiel schon gepasst oder in der Gerste. Wir mussten es aber machen und haben hier den Ertrag einfach hochgezogen. Ja. Wenn wir jetzt Gerste, Hexe, ist der Ertrag... Nein, deshalb haben wir ja Grünrocken genommen. Das ist ja keine Gerste, sondern das ist tatsächlich die reale Fruchtart Grünrocken. Und nur die hat so einen Ertrag. Hier, die Galgenberg. Die hat noch Grünrocken jetzt drin, oder? Ja, 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 ja. So. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man sich vielleicht dran lang hangeln könnte. Oh, 500 Liter die Stunde, Bruder. Ja, Björn, ich guck nochmal eben für dich kurz. Ich guck mal gerade die Kotflügel an. Ihr sollt arbeiten und nicht wieder an euren Dingern da rumlatschen. Nein, ich mache eh gleich Raucherpause. Das ist wichtige Besprechung. Das ist nämlich ein hammergeiler Effekt, den kein Schwanz sieht, wenn du nicht drauf achtest. Richtig. Den sieht keiner. Ja, also wenn du drauf achtest, dann ist das halt hammergeil. Mhm. Aber er ist da. Ja, er ist da. So, moin, Himbi. Um benutzt zu werden. So, mein Digga. Nö, nee, Snipes. Das ja, Krone, wir haben hier. 90. Ja. Und das X-Collect. 100. Ja, okay. Also der letzte Wert, ne? Oh, herrlich mit dem gelben Oberlenker. 900-3. Und das kann auch real betrachtet, kann dieses X-Cut. X-Collect auch. Erste Grünrocken, bla blub, also GPS. Gut. Oh. Wen habe ich denn jetzt hier hinter mir? Micke. Oh, Bratwurst. Nicky. Nicky. Ich signalisiere dir gleich via Blinker, wie weit es ist, ne? Jojo. Update von Dirk, der hat trotz neuer CPU wieder das Problem. Also, oh, no. Ich könnte meinen Hintern verwetten, weil Mainboard nicht, RAM nicht, Netzteil nicht, CPU nicht. Ich habe ihm empfohlen, den LS neu zu installieren und ich würde meinen, das löst das Problem, weil es nur beim LS der Fall. Hm. Wie, der hat erst alle Hardware getauscht? Es ist bevor Dirk, er das es ist Dirk. Alter. Also, wo, aber nee, er hat aber auch wieder zurückgegeben. Also die Hardware, also sie konnte er wieder zurückgeben. Ja, ja, das hat er mir vorhin auch gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach mal verdacht hat. Aber es ist trotzdem hart, dass er nicht einmal eine LS installiert, nur im LS ist. Es war es war anfangs auch so, dass mit manch RAM dann, fährt er hier, ja. Dass er gar nicht mehr gestartet ist und er ist auch immer ausgegangen. Also der Rechner ist einfach ausgegangen ohne Bluescreen, ohne alles. Da hätte ich jetzt auch das Netzteil vermutet. Ja, so hatte ich das ja. War es aber tatsächlich nicht. Also ich vermute dort, dass es irgendwo ein Systemfehler ist, weil die Hardware, was soll es noch sein? Also kann ja nichts weiter sein. SSD könnte einen Fehler vielleicht noch haben. Mainboard ist auch getauscht? Mainboard ist auch getauscht. Ja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Nee, nur noch SSD. Naja, die Festplatte, ne? Naja, die hat sagen, er aber, glaube ich, auch getestet, weil ich habe ihm gesagt, zieh mal die Programme und teste mal die Komponenten durch. Also Cinebench etc. pp. Ne? Also Memtest und. Oh, du nimmst bei mir einen Endlos-Ladewagen. SSD und geht einfach aus, passt aber eigentlich auch nicht. Nee. SSD immer bloß Screen vermuten. Also ich vielleicht. Ich hätte ja wirklich auch Strom vermutet, weil einfach aus und dann wieder an ist Spannungsspitz irgendwas. Aber nee, war da auch ein neues Netzteil drin? Nee. Sehr merkwürdig. Jo.
Das ist echt. Aber was soll ich sagen? Also ich kann das so nachfühlen, wie unangenehm das ist. Ja, klar. Das, da vergeht dir komplett die Lust. Das ist das Schlimmste überhaupt, wenn du plötzlich dann, wenn dieses Gerät unzuverlässig wird. Ja. So, Fischi, wie hättest du es denn gern? Nah an die Wand oder? Okay. Sprich nicht mit jedem. Fischi wieder voll im Mute. Fischi nicht. Nee, ich bin da. Ich war irgendwie bei Tobi hängen geblieben im Kopf, weiß auch nicht. Aber doch, Tobi ist ja nichts. Da. Nee, ich weiß, ich denke öfter mal an dich. Du, wenn ich bei dir im Kopf bleib, dann finde ich das super. Ich finde das toll. Dann hau ich einfach rein. Heute Story geteilt. Ja, genau. Mega geil. Ah, jetzt ist er da. Mega geil. Joey kenne ich nicht, keine Ahnung. Also der Timo schreibt, mein PC hat diese Macke auch, dass er einfach ausgeht und bei ihm war es der Arbeitsspeicher, ja. Dirk hat halt verschiedene durchgetestet. Ich habe keine Ahnung. Hat er das Mainboard denn auch getauscht? Ja. Mainboard, CPU, Grafikkarte. Also meine Vermutung war auch der RAM, weil unter Vollbestückung ging es dann irgendwann nicht mehr, dann hat er 2 genommen. Da war aber auf Bank A1 und B1, habe ich gesagt, nee, switch mal auf A2 und B2 von Dual Channel. Und generell teste mal alle 4 Riegel auf einer Bank im MEM-Test durch. Und da ging es auch bei einem gar nicht. Also dachte ich, das wäre damit erledigt, weil der eine Riegel, ne? Aber nee, scheinbar nicht. Kurios. Sehr. Weißt du, ob das neue Netzteil, was ausprobiert wurde, leistungsstärker war als das alte? Oh, das weiß ich nicht. Aber er nutzt den Computer seit über 2 Jahren, hat er mir heute gesagt. Naja, dann von heute auf morgen. Hast du auf einmal mehr Backraum? Ja, so ist es halt. Ne? So, Scheffel. Es kann ja auch sein, dass eine Auslagerungsdatei sich vollhaut oder so, aber das wird ja nicht einfach ausgehen. So. Ne, genau, dann lasst ihr den Low Screen maximal. Ja. Martin, kannst du schon mal bereit machen? Jo, ich würde drehen. Ja, komm, ich nehme mich. Felix am Ende der Bahn tauschen oder? Ja, gern. Bin hinter dir. Achso, ja oder so, dann komm ran. Ich würde gern mal abfahren. Mir macht Häckseln an und für sich auch Spaß und Drescher fahren, weil du guckst immer, du musst kontrollieren, hier, da, dort passt alles. Hast du GPS jetzt drin? Ja, ich habe GPS drin, das müsste ich natürlich mal noch abspeichern. F01 Krone Big X heißt es. Okay. Aber irgendwas passt trotzdem nicht mit dem. Mit dem, wie heißt das? Wie heißt die Mod? CVT. Warum nicht? Weil ich mittlerweile 80 km/h schnell bin. Das ist nur bei dir so, das ist ultra merkwürdig. Ich check also das mein, nicht. Mein Tacho im Bordcomputer, ne, also im Schlepper, zeigt die 61,8 km/h an. Und der Tacho, der ging gerade auf über 80. Ist Tino mit dem Syntrak hinter dir und schiebt? Weiß ich nicht. Mach doch mal eins, wenn du bei der BGA dort vorne bist, fahr doch mal zum Händler und setz mal die Kiste zurück. Ja, mach ich gleich mal. Jetzt geht's zum Beispiel wieder. Jetzt passt wieder alles. Na, ich hab bei dem ja auch immer noch, dass er so heiß wird. Dass er den Balken so weit hochknallt. Ja gut, das ist... Und ich fahr extra schon auf der Fläche immer nur in Fahrstufe... Fahrstufe 1 und dann maximal auf Gruppe 2. F001 Krone Big X. Ja. Aber das ist bei mir auch. Also meine Kühleranzeige blinkt auch. Der Blinken tut es bei mir noch nicht, aber der Balken, der ist halt immer eigentlich bis auf Anschlag voll.
So, ich hab's mal Motion gehabt. Aber es funktioniert schon besser als letztes Mal. Bei mir. Danke, Fisch, wir sind aber nicht in der Realität. Hallo. Und wir sind ja im. Ich meine das nicht böse. Ich weiß nicht, wie lange du schon Zuschauer bist. Aber im LUWZ ist es so, dass halt auch Modder hier sind und die fahren ihre Fahrzeuge, weil sie die austesten und so weiter und so fort. Ne? Sie testen die aus, auf Fehler und so weiter und so fort, bauen neue Dinge ein. Deshalb fahren ja auch manchmal Gespanne, die keinen Sinn ergeben. So. Ah, Keep Speed. Scheiße. So was ekliges nimmst du im Mund. Ich bin gerade bei 50% von der. Bin gerade kurz mal in den. Oh nee! Das ist langsamer, ne? Tastatur einstellen. Wie viel Tempo hast du jetzt? 5 km/h, ich muss Keep Speed kurz belegen. Ah, okay. Lass Keep Speed raus einfach. Das geht eh nicht über 5. Also achso, du hast noch drin. Also ich fahre tatsächlich hierbei auch lieber mit Tempomat und stell den genauer ein. Das ist präziser als Keep Speed. Ja, ich krieg's bloß gerade nicht raus. Wo ist dein Not aus? Fährst du gerade mit GPS kannst du ja nicht. Du fährst mit GPS und Keep Speed? Aber ich will Keep Speed ausmachen. Und dann musst du GPS die Spur mal einmal kurz lösen, dann kannst du Keep Speed ausmachen. Ah. Nee, Moisty, das tatsächlich und auch nicht. Ich hab auch gefragt. F4 wurde mir mal gesagt. Geht einmal aus und Ich sehe schon wieder nicht die Beschleunigungsrampen. Das ist in der alten Version hier noch. Warte mal kurz. Ja, ist für mich auch ungewohnt, dass ich die nicht direkt im Fahrzeug sehen kann. Na normal, doch, das geht mit der. Ey, hier wird nicht vorgedrängelt. Ja, ey, ich fahr die ganze Zeit 2 km/h hier rum. Ich dachte mir, jetzt überhole ich halt. Oh, Macke, Alter, wo ist denn Keep aber Speed wir, nicht, wir müssen doch nicht alle hinterherfahren. Das macht doch keinen Sinn. Lass da oben stehen bleiben. Okay. Ja? Bleib einfach jetzt hier stehen. Ja. Oh, Häckselkette steht. Geschwindigkeit permanent. Warte, Bjarne, ich mach's schnell raus. Ich hab. Ab. Oh. Raus. Geh weiter. Aber das mit dem Schieben ist bei der Synchro hier so eine Sache, ne? Das ist herrlich. Digga, du musst den Sitz erst ausklappen. Aua, aua, ey. Ja, mach mal, bitte. Warte, Mensch, warte doch mal hier. Ich muss moin. Ja, moin. Immer Armlehne hier immer hoch, also mehr Platz. So. So, Mino, dann geht das los. Hast du Dörr dicht gemacht oder was? Gehen kann ich nicht. Ich sitz auf meinen Händen. So, es könnte der nächste nachkommen bei mir. Ja, Moment. Jetzt muss ich erstmal hochbeschleunigen kurz hier. Ich hab Gastbesuch. Ich bin nämlich jetzt überladen. Ja, ich bin auf dem Weg, Ich dreh weg. Ja, dreh weg, ich bin da. So, moin, Video. Moin. 8 km/h. Ja, warte, Tempomat will ich. Taste klemmt. So. Setzt du neu an? Ja. Ja, warte, ich dreh mal einmal weg, hier ist ein Platz. Ach, jetzt wird der Radar nicht ganz leer. Du hast doch noch die Lenkachse gesperrt. Bin gleich am Start. Kann? So, kann. Juck mal los. Grüß dich, Tobi. Was denn? Du hast noch die Lenkachse gesperrt. Hab ich? So. Danke. Kein Ding. Ach, siehst du, das war wieder eine Sache, die wollte ich noch umbelegen. Ah, der ist so geil übersichtlich, ne? Das ist schon, aber hast recht, Sound. Ich ist von innen ein bisschen leiser, ne? Von außen ja. Ist er. Krüllt er ganz leise. Gut so. Aber der kann deutlich. Der kann auch, glaube ich, von außen lauter. Ach nee, jetzt höre ich ihn wieder. Nee, von außen ist geil.
könntest dich da jetzt schon mal einreihen, Felix, ne? Mach ich. Ich spring durch die Scheibe, ne? Bam. Ja, klar. Hau rein. Schön mit Ö. Ja, das Problem ist jetzt wirklich beim TMS, ich sehe die Beschleunigungsrampen nicht, weil das wieder so ein Sync-Ding ist, ne? Manchmal geht's, manchmal nicht. Siehst du sie jetzt nicht mehr? Ne, ich habe keine Ahnung. Ich habe dran rumgefummelt. Weiß nicht, was ich jetzt so drin habe. Guck mal im Tacho. Ja, sehe ich nicht. Da sind die auch ausgeblendet. Sind weg. Mhm. Ja. Das ist Problem. Problem Krande. Wir werden ja sehen, ob er überhitzt. Mhm. Ach, Martin, Mensch, wir brauchen das Kamerabild in unseren Terminals. Ja. Oh ja. Martin, mach doch nächste mal. Woche, Dienstag bis Donnerstag, bin ich in München. Das heißt, ich fahre am Dienstag mit dem Zug hin, kann übrigens am Dienstagabend dann auch wieder hier dabei sein und am Donnerstag zurück. Vielleicht. Martin, da wünsche ich dir Verzögerung. Bin ich ein Zuglauf, kurzfristiger Personalausfall. Also schöne Sachen. Komm, 5 Stunden Zugfahrt reichen auch so, da brauche ich nicht noch irgendwelche Hindernisse drin. Glaube ich, na herrlich. Du meinst, ich könnte schon mal so ein Layout für eine Kameraseite schon mal vorbereiten? Ja, ja? Weiß ich nicht. Wie wird das? Nein. Ein blöder Melkwagen rammt mich hier gerade irgendwie weg. Auf meiner Tour sehr schön. Finde ich schön, dass du das übernimmst, wenn Dirk nicht da ist. So, ich bin bei 81%, ja, der nächste darf schon mal aufschließen. Aber derzeit bin ich auch noch an einer anderen Sache, einem Mini-Korrektur-Skript dran, was dafür sorgt, dass die Motorlast auch negativ gesynkt wird, weil da habe ich nämlich einen Bug im Giant Lure-Deck gefunden. Mit der Blow-Off vielleicht auch mal Multiplayer funktionieren kann. Oh, das wäre fett, ey. Ja. Muss ich mir was testen, das ist so ein ganz kleiner Eingriff gewesen. Zieh mal raus. Ich bin ein falscher Typ benutzt bei der Synchronisation. Ach, raus, siehst du. Sorry. Sorry. Ja, ist gut. Bleib da. Ich hau ab. Mein Fehler. Alles gut. Weiter, Björne, weiter. Ja, ja, gut. Weiter, immer weiter. Oh, jetzt. Boah. Da will der T7 aber Kraft haben, ne? Jetzt habe ich auch wieder Sound. Ach, ja. Geil. Der Sound ist im Übrigen auch sehr, sehr gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Vassili, ne? Mega stark. Mega. So, ich glaube, wir ziehen einfach durch. Okay. Dann musst du dich nur hinter mich setzen gleich. Ja. Ich glaube, dann fahre ich da hinterher, ne? Ja. Das wäre dann besser. Meine doofe Frage, wollen wir vielleicht noch einen zweiten Hexe dazu holen? Ja. Gute Frage. Wer fährt den? Wir stehen immer mit drei Abfahrern am Acker. Mhm. Wir kriegen es ja schon nicht hin, dass hier einer überhaupt ein Hexer... Ja, ich fahr sonst wohl Hexer. Okay. Kein Stress mehr. Mhm. Ja, lass machen. Ja, dann mache ich gleich voll, dann lasse ich vielleicht die Karre eben rüber und dann hole ich den Jaguar. Oder einen anderen Hexer. Nee, Katana kannst du auch nehmen, ist egal. Nee, Katana ist weg. Katana gibt's nicht Katana mehr. Katana gibt's nämlich nicht mehr, ja, Jaguar. Ja, dann hol ich den Jaguar gleich. Für den Katana haben wir ein bisschen schöneres Fahrzeug gekriegt. Geil, das ist herrlich. Hammer. Ey, Puppe. Nee, Schnecke. Ups. Wie sieht's aus? Füllstand? Passt, ne? Ja. Wolltest du nicht ein schwarzes da haben? Gute 50 vielleicht. Ja, geht etwa bei dem hier 50. Nicht. Ach so. Ne, Angel, hattest du jetzt den nicht aus dem Vario Package DBL genommen? Ne, ich hab jetzt den gleichen wie vorher war. Wieso den das denn? So? Wieso hast du den nicht mit DBL und allem Kram genommen? Das ist doch der von Dirk. Ja, aber das Modell meine ich. Warum nimmst du den? Schaffst du das noch so da durch? Weil ihr jetzt im Durchstechen seid? Ich schaff das da durch. Hättest du auch dein Dach lackieren können, ja. Ja, als selbst so wild. Nee, ja. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied, weißt du. Oh, hier die beiden Tagfahrlichtmonster. Oh, nee, herrlich. Alles gut, du. Alles gut, weil ich hab auch bei mir falsch. Herrlich, ja.
Ich bin immer dankbar dafür. Den Case müsste er ja auch noch austauschen, da vom Yogi. Naja, den wollte Yogi unbedingt haben, deshalb, also... Aber hat er sich da nicht vertan? Ich meine, als ich ein Video da von ihm auf der Galgenberg geguckt habe, hat er ja auch den von den Dudes gehabt. Ich verstehe auch nicht, was an dem besser sein soll. Wenn es um Sound geht, hängen wir den halt in den von den Dudes rein. Aber... Jo, Fischi, du sagst Bescheid, wenn ich reinfahren kann? Ja, fahr ruhig rein. Einfach rein. Okay. Die Optik ist hier gerade dank Server-Sync sehr schräg. Ich fliege gerade über den fast leeren Bunker. Ja, ich habe auch die Probleme beim Schieben. Die so stehst du im Chor, ist es echt schlecht. Hier beim Krone könnte man auch direkt auf der ersten Seite richtig geil DBL reinklatschen. Komisch, ich habe das im Video alles gesehen. Ich auch. Geht's so gut. Ja, ja, sehen tue ich das auch, aber... Ja, das Schieben ist asynchron. Ja. Ja, aber Martin sieht das ja anscheinend nicht mal, das Hexe gut. Nö, das ist hier noch Nutzer, mal so. Wir hatten das ja, schon. Ja, Hexe gut sehe ich schon, aber noch nicht in dem, noch nicht mit in der Höhe, die Fischi offensichtlich gerade bearbeitet. Hm. Ich fahre dann aber hier hinten raus, ne? Ich fahre jetzt hier nicht die Straße vor. Ja, was ist denn hier los? So. Kannst du machen, ich ziehe jetzt rechts rum. Jo. Guck mich mal eben noch mal fix den anderen an. Wo war denn die Ausfahrt? War die hier hinten auch? Ja, da war auch eine. Meine, da war eine, ja. Ja, dann lass mich gerade drehen, bitte. Ja. Rechts oben in der Ecke, Felix. Nee, ganz rechts rum. Aha. Dann war das okay, ja, dann weiß ich Bescheid. Jo, 8 km/h. Na klar. Zockst du schon mit Seitenkonsole? Nee. Nee, wa? Ich hab das nicht geschafft heute. Wie war denn das Schließen der Hexeklappe? N. Danke. Standard. N? Nee, im Moment viel zu tun. Ja, ich meine, das hat so lange gewartet. Die eine Woche. Ja, muss ja auch alles wieder vernünftig einstellen und so, da war mir heute zu stressig. Nee, das hätte auf die Schnelle und nicht... Nee, das hätte nicht gut geendet. Tastenbelegung brauchst du schon eine Stunde für. Ich möchte ja auch eigentlich irgendwie, ich meine, das ist ja quasi die Nachbildung von einem S4. Ja. Und ich hätte auch voll gerne die Tastenbelegung von einem S4. Ja. Und das war halbwegs... im Original zu haben. LV3, Janik. Ja, mal gucken. Fischi, rückwärts rein. Kriegst du aber... Ja, ja, genau. Müsstest du aber mit der gut hinkriegen. Ja, ich glaube, das Einzige, was wirklich fehlt, wäre halt das Rad für den Tempomat. Ja, ne? Das ist richtig. Echt schade, dass das nicht drin ist. Das stimmt, ist kein Podi dabei, ne? Ne. Was denn für eine Seitenkonsole da? Na, hier die von LS Seitenkonsole. So. Was ist das sein? Welche ist denn das? LV3. LV3, oh, ja. Ja, ich wüsste auch nicht mehr, was ich da bestellt habe. Letzte. Ja, nach der Zeit. Ja, ja, aber bestand der sogar die LV3N mit Schlüsselanhänger. Ja, stimmt. Ja, genau. Schlüssel 3D sogar, ne? Also. Ah, Hashtag ja. Sag mal, besser man hat, als man hätte, oder? Ja, ja. Den Kleinkram holen wir hier noch weg, Adrian. Ja. Aber trotzdem kann einer von den Jungs schon mal aufrücken, weil ich hab schon wieder 70% drin. Oh. Vielleicht am Ende. Ich komm einfach. Schaffst du das hier noch hoch, oder? Ich denke schon, dann bin ich. Ja, und dann bin ich voll. Ja. Bist du weg? Ja, ich glaube. Achso, noch eine weiter vom Mensch. Ja, Big X ist Spielstandard plus Sound von Vasili drin, das war's. Irgendwie so.
schon den richtigen geholt, tatsächlich. Ich hab mir den anderen gerade nochmal angeguckt. Achtung, ich komme jetzt auf den Feldweg hier hinten. Du, ich fahr einfach durch, ich hab 90% drin. Passt schon. Mhm. Oder? Ich stell mich hier unten an den Stoßstufen mal hin. Ja, ich fahr zur BGA. Oh, sag ich beim nächsten Schlepperwechsel, ach, fahr den Mann noch weiter, passt schon. Junge. Was? Bitte? Ich sag, hier wird 100 voll gemacht. Ach so. Das ist von der Arbeitsmoral. Ja, das hat sich nicht angeboten. Oh, komm du, jetzt passt auch schon. Ja. Mann. Ich hab das den Bezug zum Schlepperwechsel nicht verstanden. Nee. Nee. Kann nicht folgen. Ja. Kann einfach nicht den folgen. Den Fan gibt's so nicht. Oh nö, mein Getränk ist alle. Oh, Scheiße. Oh. Nicht schlecht. Grober Schnitzer. Ich schreib mal meiner Frau. Ja, gute Idee, Bjarne. Mach das. Das ist eine gute Idee. Ich freue mich. Musst du kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Kannst einfach raushauen. Na. Mit Eiswürfel und Zitronenscheibe. Zuerst ist gleich nur klatschen. Yes, macht nichts, wenn es schnell geht. Da gibt's auch wieder Drachenfutter. Also das kann ich hier wirklich nicht. Das auf der Couch, nicht. Das wäre schön. Garten schon. So, Garage, oder? Ja. Oh, Bjarne, ihr kommst doch gar nicht rum mit dem Koffer. Doch, muss er fahren können. Oh. Muss sich ja ein bisschen konzentrieren. Ich war gerade, ja. Also ich komme da die ganze Zeit rum. Ja. Ah gut, ich bin auch dran gewöhnt. Ein sehr interessantes Bild. Links von mir ist ein rennender Felix, der nicht von der Stelle kommt. Ah, cool. Geil. Mach einen Screenshot. Wir hatten auch schon einen, was war es, ein schwebender Dirk. Mehrfach, ja. Genau. Mit ausgestreckten Armen. Der heilige Dirk. Der Heilige. Ja, das Bild habe ich gesehen. Der war super. Ich fand ihn auch gut. Ja. Was ist denn deine Abladegeschwindigkeit, Bjarne? Keilsilo? Boah, ich hab einfach 4 km/h. Oh, der, so lädt, 3, 4. Der lädt echt schnell ab. Das ist komplett Vanilla, ne? Okay. Also im Fahrsilo hatte ich glaube ich 8. Und das ist aber wirklich flott. Den Pflegel mit der angepassten Zu- und Abladegeschwindigkeit habe ich da hinten dran. Ja, die der Glas hier auch, der braucht auch nur. Ja, genau. Und die Zweiachser-Krone, das sind ja auch Mods. Die sind auch angepasst. Ja, ist auch wesentlich schöner, als wenn du da durchballerst. Ja, das genieße ich auch. Also, ich habe eigentlich nur die langsam abladen in allen Spielen. Ja, ich auch. Ertrag ist echt krass, ne? Ja. 183 Tonnen. Ja. Da geht was. Ja, da muss die neue BGA natürlich auch ein bisschen was wegfuttern. Ich weiß auch noch nicht, ob wir zwei große Fermenter hinsetzen und die richtig durchjagen lassen. Also wie gesagt, wenn du einen Plan hast, wie du sie bauen möchtest, ich kann den Wald auch noch ein bisschen dezimieren dahinter, ne? Ich denke, naja, ich würde sie nicht zu groß gestalten, weil sonst ist das auch sehr viel Arbeit.
So, wie war denn jetzt eure Richtung? Landstraße zur BGA hin und Feldweg von der BGA wieder weg, oder? Umgekehrt. Umgekehrt, gut. Dann passt's ja. Geht das besser? Ich bin jetzt beides Mal über die Landstraße gekarrt. Ich auch. Ja, gut. Je nachdem, wo wir am Feld sind, ne? Ja. Sind 8 km/h Häckseln mit 1100 irgendwas PS eigentlich realistisch? Klar. Also, Grünorden? Warum nicht? Oder ballern die schneller dadurch? Alles, was geht. Also, du ziehst halt auf, ne? Und beschränkst halt maximal die Drehzahl, denke ich mal ein bisschen. Aber du willst, glaube ich, immer an 100% fahren, oder nicht? Ich weiß, ja, sicherlich willst du das so effizient wie möglich, aber ich meine, die reduzieren dann die Drehzahl ein bisschen und dann Vollgas und der Rest macht ja der Häcksler, der steuert das ja alles selber. Ja. Also die modernen jetzt. Ja. Ups. Sind die schon wieder offen? Boah, herrlich, NJ. Das war ein Turn. Ja. Der kann das, ne? Naja. 10 km/h. Der fährt aber auch immer zu schnell auf der Straße. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja gut, hier ist eine Fahrgasse. Ich will gleich mal gucken, wo die Auslastung ist ohne Fahrgasse. Angel, der Heizer. Ja. Der fährt halt das Maximum, was das Fahrzeug hergibt. Ne? Effektivität. Ja. Ja, Schlagzahl. Ja. Wir arbeiten hier auf Akkord, ne? Na, das fällt jede Sekunde. Alles. Oh, gleich kippt der Wagen um. So, NJ, Martin, oder haben wir noch einen Augenblick Zeit? Ich bin auf dem Rückweg, ich bin gleich da. Ja, hier sind 3 Gespanne, alles gut. Träumchen. Ja, ich mache jetzt leer an der BGA und dann fahre ich eben rüber vor den anderen Häcksler. Geilo. So, ich bin jetzt 10 km/h, knapp 80%. Okay, ja, muss gucken, du fährst gerade bergab oder? Mhm. Na, mal gucken, bergauf wird es, glaube ich, da auch enger. Ja. Oh, ich glaube, so ist gut. Ich glaube, 10 ist gut. Der pendelt hier zwischen 80 und 93. Also gut. Jo. Also ab sofort 10 km/h. Jo. Jo. Naja, finally, steht im Titel. Landersum V1. Fahr mal vorbei! Gehst du nach Mitte oder soll ich übernehmen? Kannst du übernehmen. Ja, 2 Häcksler wird sportlich, aber kann klappen. Aber besser als wenn wir da hier erstmal mit 3-4 Häckern am Acker stehen und warten. Ne? Ist doch völlig richtig. Sehe ich genauso. Ja, absolut. Ist so. Ist so. Ist so, Digga, ist so. Wie ist dein Motto? Hat Gast zweimal rum und er gibt Kanone, ne? Nolz, moinsen. Siehst du, jetzt schaffen wir noch 280. Oh, Finlay, sorry. 280? Mhm. Ach, Junge. Ja. 3,7 Tonnen pro Hektar. Mhm. Ja, die Anzeige stimmt nicht. Die steht schon die ganze Zeit auf 3,7 Tonnen pro Hektar. Jetzt 3,6. Ah, ja, gut, okay. Jetzt aber 0, weil ich nichts mache. Aber das wäre. Also, die Zahl kann nicht stimmen. Das wäre viel zu wenig. Ja, ne? Ja. Sagt hier. So, Martin, du hast doch schon Allradlenkung. Naja, aber ich bin gerade irgendwie trotzdem stehen geblieben. Müssen wir weiterfahren können. Heute den dicker am Diesel weg. Jo. Herr Grasch, der war moin.
Also ich sehe es ja nicht, aber ich scheine eine gute Rampe eingestellt zu haben, weil er überhitzt nicht. Es kann natürlich auch sein, wenn ich die Einstellung nicht mehr sehe, dass ich sie gar nicht mehr treffen kann. Boah, das weiß ich nicht. Also er zieht auf jeden Fall, also es ist definitiv nicht die 1, weil er zieht sehr zügig gut an. Ja, bis bestimmt eine 3. Das wäre schon ganz schön sportlich, ne? Weil die 2 ist sehr human noch, also die 2 ist eigentlich echt ganz cool. Ja, also der zieht hier, wenn ich jetzt hier mal Vollgas gebe, ist das schon sehr sportlich. Naja. 50% habe ich. 50? Oh. Aber hast du eine Motorbremse drin oder was? Das ist krass, wie der verzögert. Nee, habe ich nicht. Ich habe in der XML vom Fahrzeug selber nochmal die Brake Force angepasst, sodass er halt echt ausrollt, ne? Und nicht stehen bleibt. Macht er aber nicht, der bleibt stehen. Und, genau, und ich vermute, das hat was mit CVT und dieser VCA-Einstellung zu tun, dass er deswegen das nicht übernimmt. Ja, es ist halt auch noch die ältere CVT, ne? Das ist halt so. Mhm. Mhm. Hast du mal mit der neuen mal probiert? Na, ich weiß nicht, wann ich geupdatet hatte. Ich weiß nicht, ob zwischendurch wieder eine gekommen ist. Achso, nee, ich meinte ja jetzt Bjarne ob du es im Singleplayer mal getestet. Ist mir seitdem wir CVT nutzen aufgefallen. Okay. Denke ich, hat was damit zu tun. 80? Ja. Also noch ist Zeit, noch ist nichts Eiliges. Drehen wir nochmal rum. Ich bin am Start. Ja, ich hatte eigentlich noch mit Tino gerechnet. Ja. Hat sich aber auch nicht abgemeldet. Ich schreibe den nachher mal, wenn nicht, dass irgendwas ist. Also Felix, sonst stell doch nochmal im VCA-Menü auf 0%. Kriegst du den Rest auch noch rein? Ich glaube schon. Die Ecke ist durch. Oder macht der echt wieder Vollbremsung? Neben mich, bitte. Ja, verzögert er auch hart, aber es ist besser. Ach, da ist ja noch ein Schnippel. Links neben dich oder Tim, dir auch, danke fürs Vorbeischauen. Links neben mich. Ja. Im Silo. Ja, ich hab schon gehört. Nee, der Big X ist, also das ist Vanilla Plus Sound. So. So, mehr haben wir nicht, ne? Nee, dann nehme ich jetzt mal weg. Wovon? Hier hinten, wo wir stehen, ja? Ja, in die Richtung, ja. Bin mal gerade 3 Minuten weg. Naja, sicher. Ja. Hattest du mal versucht mit VCA? Hab ich, verzögert immer noch, aber nicht mehr so doll. Ah, okay. Und VCA 0%. Ja. Okay. Interessant. Ach, bleib mal stehen. Ja, ist noch langsamer fahren, Angie. So langsam wie es geht, einfach nur. Ach, der Sound vom New Holland, der ist auch echt schön. Ich meine, eigentlich ist es nur Staubsauger-Sound, aber es klingt gut. Ne, die neuen, die klingen halt so. Das ist ja die bei Case und Steyr, das ist das gleiche in grün. Die fahren los und mehr ist da nicht. Da ist nichts mehr, was brüllt. Also, du hast so ein unterschwelliges Brummen natürlich immer noch, aber ja, hört halt nichts. Ja, alles aufbereitet, gereinigt und gemacht und getan. 5000 Mal Schall gedämpft, da kommt nichts mehr. Aber ich habe auch mit dem Kollegen von Case gesprochen, der vorher hier Fahrer war dort. Und er sagt, ja klar, Röhren ist cool, aber wenn du den ganzen Tag am Überführen dies, das, jenes bist, dann magst du schon den Komfort, wenn es mal ein bisschen leiser ist. Ja, das glaube ich. Also irgendwann, klar, wenn es dich irgendwann voll röhrt die ganze Zeit, ich meine, entweder du liebst es komplett oder hier geht's irgendwann auf den Zeiger wahrscheinlich. Also wenn wir wenn wir Winterdienst machen und du bist da derjenige, der auf dem Unimog sitzt, da hast du auch so nach einer Stunde holst du dir dann schon mal Mickey-Mäuse. Nach 2 Stunden hast du einen Kopfschmerzen. Ja. Von den Mickey-Mäusen wahrscheinlich. Ja, auch, ja. Das liegt eindeutig da drin.
So. Gleich 50%. Ich bin dran. Für den Klaas, das Rohr ist 900, geht das auch? Ja. Wenn ich richtig Dieselgröne hören will, nehme ich an einem Vorgelauf eines Notrum-AGK zum Rechenzentrum teil. Ja, Alter. Jo. Das ist auch. Da haben wir in Hamburg eine Megawatt-Maschine, da kommt richtig was bei rum. 70%. Ich bin dann diesmal innen. Innen, jawohl. So, 85, ich gehe langsam rüber. Also ein 16-Zylinder Schiffsdiesel, der macht schon richtig Wumms. Der hat Pässe. Das glaube ich gern. Ja, ein bisschen Alarm. Das drückt schön auf, Herr Boss. 98, 99. Muss ich ja schießen auf den Rücken im Gesicht. Mies. Sonst taucht also, das nichts. Ah, der TMS jetzt, wo der skaliert ist, ne? Oh. Ganz anders. Kann was, ne? Muss ich bei dem auch irgendwas beachten wegen dem CVT oder? Ne. Beim Hexter? Ne. Lass laufen. Ja, also ich hatte den ja so, wie er eingestellt ist, gefahren. Mhm. Ja, und du wirst merken, dass der in der Geschwindigkeit deutlich begrenzter ist als der Big X hier. Einfach weil er ins Limit reinläuft. Aber ansonsten, nö, gib ihm. Na ja, gut. So, mal kurz bergan hier, Motortemperaturwarnung, auch nicht schlecht. Ja, gefällt. Wenn er anfängt zu wühlen und zu drehen und zu machen. Aber ich bin ja froh, dass ihr das auch habt. Der Lader pfeift die Symphonie der Vernichtung im Alter Schwede. Herrlich, der. So muss es sein. Wieso habe ich den 6R nicht vor dem Hänger? Weil ich den Krone gefahren bin und jetzt nur mit Bjarne fix getauscht hatte. Sprich, Bjarne ist aus seinem Fendt rausgesprungen und ich aus dem Krone raus. Ja, darum. Und mein 6R steht an der BGA. Aber wir haben ja so eine Taktung, dass ich das gleich in der zweiten Hexer kommt, nicht schaffen würde zu tauschen. Junge, Junge. Also ich drehe nochmal mit um, ein bisschen geht noch rein. Mhm. Ja, Tobi, der fahrt aber auch nicht in der Gasse. Da wühlst du doch richtig nein, drin. Nein. Ich bin eben daneben gefahren. Also. Das waren nur jetzt die letzten Meter hier. Okay. Herrlich. Sehr schön. Na, ich gebe mir alle Mühe. Mhm. Hattet ihr auch mal einen Glashexer? Den Glas gibt's immer noch. Der kommt auch gleich mit aufs Feld. Ich eile. Ja, alles gut, alles gut. So, ich denke mal, der hinter mir fährt, könnte sich dann auch gerne innen einreihen. Ein bisschen habe ich noch. Twitch Brain ist kostenlos. Fast vergessen, die TV-Autogrammkarte klappt immer noch nicht. Ja. Marc, danke für 9 Monate. Bei dem Klasse ging die. Oh, Entschuldigung. Was das sagen? Ah, merkwürdig, nee, wieso geht das nicht? Bei dem Klasse ging diese Webkamera jetzt nicht, oder was noch? Am Schneidwerk. Achso. Biegst du jetzt ab gerade? Ja, komm rein. Gut, bin da. Zehn war das, Bjarne, ne? Jo, 10. Bescherst du hier eine besondere... Nö, besondere mach einfach. ...Wunschflüchterplane? Okay. So, war hier hinten auch eine Ausfahrt? Ja, da ist oben, auch oben, oder? Genau da, wo du drauf zufährst, ein bisschen rechts. Ja, genau.
Na. Die Kamera rumgespielt und das hier nicht mehr gelernt. Boah, das behaupten die anderen vor dir auch immer. Steht da hinten einer? Ja, ne? Jawohl, ich stehe schon parat. Ja. Nee, geht nicht. Das solltest du ja noch eigentlich packen, oder? Schauen wir mal, ne? Was wird? Was wird? Ich hab jetzt, was habe ich jetzt? Ja, knapp 50%, also eigentlich sollte es passen. Ich komme mal ein bisschen entgegen. Besser ist er. Ja, besser ist. Aber jetzt funktioniert das ganz gut mit dem CVT. Hast du den zurückgesetzt gehabt? Nee, hab ich gar nicht gemacht. Okay. Wir haben jetzt halt nur die ganzen Einstellungen geändert. Ja. Achso. Und jetzt funktioniert es ganz gut. Sehr schön. Eben, wie gesagt, einmal war ich zu schnell, aber gut. Ja, ja, gut. Dass alles andere funktioniert. Eine normale Drehzahl. Zu der Leistung fühlt sich auch ganz gut an. Sehr schön. Das war halt beim letzten Mal spielen, ging das überhaupt nicht bei mir. Ja. Du kannst direkt schon dich einreihen, also ich bin bei 90%. Ich würde jetzt, ja, perfekt, dann gebe ich jetzt Gas. Na, beschleunigt er jetzt? Wir waren noch Fläche. Adrian, du musst in die andere Ecke von dem. Mach keinen Scheiß. Doch. Okay. Da ist keine Ausfahrt? Nein. Ah. Also hier in der Ecke kommt gleich, wenn du jetzt auf die Ecke zufährst. Okay. Da kommt noch einer, aber. Ich bin auch gerade einen übelsten Umweg gefahren. Eia. Aber ja, Bjarne, voll hat er jetzt hier, ich habe 52 Kubik drauf. Der ist schon ein bisschen, da ne, muss er arbeiten. Ja, ja, soll er ja auch. Ja, ja. Soll er auch. Macht er gut. Ja, ja. Macht er gut. Macht er. Macht er gut. Oh, dann jage ich dich jetzt. Ah, ich glaube, du bist ja, zu versuch's schnell. Ja, versuch's doch, versuch's doch. Wenn ich einmal hier in Schwung bin. 55. Fischi, erzähl mir was. Irgendwo mittig. Irgendwo mittig, alles klar. Aber der Eck ist stark klar, ne? Wie bitte? Ja. Ich heile es über den Feldwinkel nicht so. Da wackelt das. Ja, also ich sag mal so, es ist gerade nur einer auf dem Feld. Ja, ich glaube auch jetzt mit den 10 km/h. Das ist ein bisschen Treue schnell. Mhm. Ich bin jetzt bei 74% Auslastung, ne? Ja, aber dafür sind wir zu wenig. Vielleicht doch wieder ein bisschen kürzer. Ja. Mach wieder 8. Ja. 8, NJ. Ja, ja. Mhm. Ich krieg das wohl mit. Probi, wenn du es schaffst, bis zur Wand hin. So aus dem Augenwinkel, wo der Schatten drin findet. Wunderbar. Schuld dich nicht ein. Naja, aber ich habe auch ein bisschen zu tun jetzt hier. Ja, der Feldweg, der ist übel, ne? Wenn du mit Physik da drüber bügelst. Ich bin da mal eben kurz für kleine Bäckerfahrer. Komm mal wieder. Jo. Bis gleich. Ich habe eine Decke, ehrlich gesagt. Ah, passt. Da fährt einer falsch herum. Ah, passt, passt. Platz. So, es ist da vorhin, Anfahrt über Feldweg und Abfahrt. Haben Landfahrt. Sie gesagt, haben sie gesagt. Ja. Du hast das gesagt. Nee, ich habe vorhin gefragt, da hieß es, nee, nee, andersrum. Weg auf der Landstraße, hin auf dem Feldweg. Ja, bin ich da gerade. Achso, ja, aber ich hin und weg. Naja. Weg vom Häcksler, hin zum Häcksler. Ja, ja, genau, Marty. Ich fahre hier aber auf dem Feldweg auch noch max 30, das ist sonst hier. Ja, ja, 30 ist gut hier. Sonst
jetzt wird's holprig. Nachdem wir noch eine Auffrage finden, also ich bin bei 98 Sternen. Jo, ich halt an. Naja, Dienst dann nochmal ran, dann haben wir das Feld weg oder nicht? Häcksler steht. Ja, denke ich. Dann kommen die anderen. Antino wäre noch ein guter Puffer gewesen mit dieser Riesenmulde. Und 80 Kamera, ja. Ja, das stimmt. Soll ich umhängen gehen? Mach. Ja, oder Martin, der hat doch Power, es oder? Ist vielleicht das keine. Es stimmt, Martin, vielleicht. Wer hatten die. Nee, ach nee, NJ, du hast die dran, oder? Ich hatte sie das letzte Mal dran, aber jetzt gerade habe ich sie nicht dran. Martin, willst du die umhängen? Ja. Die 3-Achs-Stemmler. Boah, was ist denn jetzt hier? Der Dolly steht in der Halle, wo auch der Case. Ach, der was Serum ist mit den Fliegel, den ich jetzt dran habe, bring ich dann weg, oder? Wir stellen einfach daneben, den werden wir nächste Woche bestimmt noch brauchen. Dann nimmst du einfach den Dämmler, weil da geht richtig was rein und das wäre tatsächlich ein guter Puffer. Der ist am Lohnerhof. Der Dämmler selber steht bei der alten BGA. Bei der alten, der daneben. Ja. Und der Dolly steht halt in der Halle, wo auch der Xeron drin stand. Okay, und dann fahre ich mal kurz zum Lohnerhof. Ich melde mich dann mal aus der Hexerkette so lange ab. Jo. Auch wenn ich gerade am Feld bin. Nice. Nee, dann mach noch, dann mach noch. Also. Was wiegst du? 38,6. Kann doch nicht stimmen, oder? Doch. Eins? Knappe 40? Klar. Ja, ich bin auch immer so bei 38, 39. Mit 39,5. Neun, ja gut, du hast einen dicken 900er, ne? Also. Du auch! Ja, aber du hier, ne? Da bin ich wieder. Jo. Ich muss ein bisschen leiser reden, das brauche ich nicht im Bett. Alles gut. Oh ja. Kenne ich die Zeit. Hat nicht geklappt mit dem Getränk, oder kam das noch? Ne, bei mir war das nicht. Ne, bei Bjarne. Achso, ja, stimmt. Der Bjarne war nee, Bjarne das. Bjarne, weil hörst du nicht Bjarnes trockenen Mund? Wenn der Hexer gerade steht, dann tanke ich jetzt erst noch ab. Dann komme ich erst noch zu dir. Und dann fahre ich nachher von der neuen BGA zur alten und wechsel dann aus. Nix bis hinterher zur Wand, bitte. Ja. Ich muss mir meine Getränke selber holen. Ja, ich auch. Dafür ist der Hexer zu teuer. Was denn? Wie denn? Wo denn? So, kannst du mal anschmeißen, ich bin da. Jo, hab ich. Welches Tempo? 8. Moment, mal eben einstellen hier. So. Gobi, ja, Tobi ist auch mal im Flug. Gut, passt. Foto machen, Karadi. Ich habe also ein, zwei Fotos habe ich gemacht. Ich mache im Silo mache ich auch mal noch ein Foto, ja. Danke fürs Follow und Yannick und dir eine schöne gute Nacht und eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Oh, schon wieder fast die Antwort verpasst. Ja. Bin ich hier an die Wand? Ja, guck mal, hier drüben hat Adrian gerade schön abgelegt.
Ja, sieht gut aus. Sie sind ja schon wieder auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Der fährt 60%. Na, das schaffe ich. Aber schön, dass wir endlich mal GPS hacks sind. So. Das haben wir, glaube ich, noch nie. Einmal probiert, ne? Ja. Adrian, mit wie viel hast du abgeladen? Mit 3. Okay. Mit dem Krone-Ladewagen. Ich weiß nicht, was wirkt, ne? Ich hab den gleichen hinter, deswegen frage ich dich. Hm. So, Dienstag dann 16 Mann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich mach 7%. Ich wäre dabei. 7, okay. Ich bin dabei, der Rübe ist da. Haben wir. Ja, ich bin auch dabei. Nehmen wir noch einen schneller dann. Was ist nächste Woche? Was ist denn noch? LOEZ ist da, Digga. Okay. Hat er. Nächste Woche weiß ich nicht. Nächste Ende Woche der Spur, fahr geradeaus durch, das lohnt jetzt nicht mehr. Nächste Woche habe ich wahrscheinlich Spätschicht, das muss ich mal morgen abholen. Genau, eben kurz ganz leer, so 97. Nur volle Last an Ringzaster. So ist das. So. Wieder weg. Geil. Jan in der Nähe? Oh ne. Wechsler steht. Bin gleich da. Ich bin jetzt bei dezenten 41%. Ja, das könnte mysteriös passen. Das könnte mir hinhauen. Ja. Beide müssen da ein bisschen überladen. Ja, müssen wir machen. Boah, Felix, das war aber fies, wa? Mit dem Audi. Ja, da, das ist eine knappe Nummer. Hast du auch eine Negativform vom Gewichtsklotz reingedrückt, oder was? Nee. Wahrscheinlich, ja. Aber er ist bestimmt gemutet. Ja, der ist mute. Oh, ja, nee, war knapp, aber nee, ich hab, bin nicht reingedengelt. Nee, der beschleunigt, Nötigung. Ja. Anzeigen. Richtig. So. Da kommt er nicht her. Alter. Warte mal, ich muss mal noch schnell die Fahrstufe. Wo ist denn der zweite Häcksler? Unterwegs. Die Abdeckung auf. Richtig. Soll ich mich dahinter einreihen? Ja, kannst du gerne machen. Tobi ist gleich vor. Okay, komm her. 8 Kamera. Ups. Und Tobi nicht noch mal das Rückzahl zurückfahren lassen. Ah, ich schließe wieder auf. Ich sehe gerade, ihr habt Entwässer drauf genommen, ne? Ja. Wie viel hast du, Tobi? Wir sind bei 100. Gerade bei 101, 102. Ach, die Einzugsanimation ist schön. Richtig schön, ja. Mir auch. Die Anzeige funktioniert sogar am Tacho. Naja. Nice. Oh, 12% mehr, passt schon. Ja. Das muss das Schiff aushalten. Ausnahmen bestätigen die Regel. So ein Ding ist das nämlich. Hat keiner gesehen. Adrian macht jetzt den Oberlohner-Move. Rückwärts nebenher fahren, oder? Nein, auf gar keinen Fall mach ich das. Auf gar keinen Fall. Adrian ist noch auf Kiff. Warum denn nicht? Machst du auch 8? Jupp. Wir probieren es mal mit das der Fahrgasse. Das wird er nicht schaffen. Ja, ohne Fahrgasse. Ja, mal gucken. Nee, du ist bist schon lange nicht bei 2. Doch, 8 Kammer, 85% Auslastung. Okay, dann müssen wir mal gucken. Bei mir hat er dann auch immer mal gekippt. Vielleicht klappt es ja heute. 91, 95. Mhm. Dann kann man das auf 7 runtergehen müssen. Ja, machen wir 7. Was steht bei dir an Tonnen pro Hektar? Was du schaffst? Mal ganz kurz vorhin.
In der Stunde? Nee, ja, ein, ja, ja. 3,7. Nee, nee, in der Stunde. 191,4. Oh, ja. Nee, in der Stunde. Also ich denke mal, das ist hier, wenn man am Feld stand, hat das Precision-Menü gesagt, roundabout 15 Tonnen auf dem Hektar. Ich weiß nicht, warum der das im Combined Experience falsch anzeigt. Karanti, Alter! Schon wieder 5er-Bombe, Mann. Danke dir, ey, für deinen Support. Wirklich krass. Danke, danke, danke. Zenox, hau rein. Danke, dass du da warst. Schönen Abend auch dir noch. Karanti, hau rein, mein Lieber. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Danke für deinen Support nochmal. Ja, da wirst du aber gleich wieder stehen, nehme ich an. Oder kommt da hinten, kam doch einer, oder? Ne, der fährt weg. Ich weiß nicht. Ich suche hier gerade die Feldausfahrt. Ja, die müsste dort kommen. Ah, da ist sie, ja. Da ist sie. Adrian, nicht mehr dran. Ja. Bin schon wieder weg. Auf Kuschelkurs hier. Hier in dem Bereich bin ich jetzt bei 4,7 Tonnen auf dem Hektar. 230, 240 in einer Stunde. 103% Auslastung. Oh. Bin voll, Bjarne. Oh. Ja, hinter mir ist keiner, ne? Ne. Wie viel hast du jetzt? Oh, da vorne steht aber jemand. Warte mal, das könnte NJ sein, ja, oder? Ja, der ist pinkeln. Ah, der darf das. Oh. Ich drück's mir wieder weg wie ein Mann. Oder wie eine Frau. Wenn ich jetzt länger stehe, kann ich ja nochmal schon mal eine durchzünden. Ja, zünder mal. Die schmeckt wieder. Wie viel hast du drin, Adrian? Ja, so 90, 3, 4. Ja, halt mal an jetzt. Ja. So, ich bin wieder da. Jo, kannst du direkt herkommen. Komm mal zu mir hier. Andere Richtung. Ja. Perfekt. Geh mich hier, vorliegen. Den, zweimal links. Nimm die zwei Spuren. So rum. Okay. Oh, jetzt reise ich auch hier schön ein ins Feld rein, Junge. Richtig Schlupf. Ja, mal. Und da, jetzt habe ich hier wirklich die Ausfahrt nochmal nachgezeichnet. Vernünftig. Oh ja. Kommentar! Das rückwärts fahren, ja? Dann gib ihm. Teamkammer. Fischi, wie viel haben wir schon drin? Ne? Bist du dir sicher, dass ich das nachgucken soll? Na, nee, nicht so wirklich, aber ja, ich versuche Vertrauen aufzubauen wieder. 909.000. 909, sehr gut, da sind wir schneller als Dienstag. Aber Bjarne, du müsstest dann. Achso, Bjarne ist zünden. Ah, scheiße. Kannst du auch einen Steck, Martin? Weil ich glaube, das Getriebe rutscht. Ich sehe die Rampe nicht. Der Hänger hat leider keine Kamera. Ja, reicht. Dran. Ja, reicht. Okay, nicht so wegen der Klappe. Und dann. Gib ihm. Ja, Bjarne, siehst du und hörst du, wie der. Wenn man mal absackt und dann langsam wird. Ich meine, ich bin bei 98-99% Motorauslastung, aber ich sehe halt die Rampe nicht. Es kann natürlich auch sein. Du kannst schneller fahren, Martin. Danke fürs Follow. Tick. Na, reicht. Jetzt kommen wir wieder auf die Ebene, ne? Dann geht's wieder. Ich meine, dass er in der Drehzahl runtergeht, alles gut. Aber er sagt, ist er bei dir auch abgesackt hier auf der Strecke hier hinten? Ich meine, wir haben ja auch, also 53 Kubik. Ganzpflanzensilage hinten dran plus den Dreiachser, also alles gut, ne? Aber es hätte mich mal interessiert.
Schritt langsamer, NJ. Bisschen zurückfallen lassen. Ja, die Rampen sehe ich halt nicht. Ich habe keinen Plan. Also, ich kriege ja auch die visuelle Meldung auf dem Bildschirm nicht. Also, das bedeutet, er überhitzt schon mal nicht und er rutscht wahrscheinlich auch nicht, aber ich würde jetzt auch keine Rampe hochgehen. Also, es ist definitiv nicht die 1 und es ist auch definitiv nicht die 4. Ich denke mal, der ist auf der 3. Die 3 könnte... Ja, auspasst. Ich kriege ja keine Meldung. Schaden hat er nicht. Das mit den Rampen ist, glaube ich, so ein typisches Sync-Ding. Okay, Sebastian. Sebastian schreibt gerade, dass mit den Row-Crop scheint aktuell nur noch bei 2x2 Karten zu funktionieren, nicht bei 4x4. Es soll für vierfach noch getestet werden. Dann wäre es für hier sowieso keine Option. Bin wieder da. Jo. Jo. Hattest du noch irgendwas gesagt? Nee. Okay. Ja, Sebastian schreibt gerade, wenn das Gewicht viel zu hoch ist, naja, ich bin bei knapp 39 Tonnen. Also der Schlepper selber wiegt 12,5. Ja, der ist gespannt generell, ist knapp 40, also knapp um die 39 Tonnen. Ja. Wenn jetzt die Rampe 3 drin ist, kann das natürlich schon ein bisschen hard-heavy sein, das schreibt Sebastian. Ja. Willst du sonst gleich kurz woanders hin, dann kann ich hier ja, mal ansprechen. Ja, wenn ich wieder, achso, ja, das kann ich gleich machen. Warte, ich halte mal an. Rechts neben mich, bis zur Wand hinter bitte. Und Adrian direkt daneben rechts. Bin raus. Jo. Oh, Schaden ist voll. Was? Nee. Ja, ich hab doch gerade geguckt. Habe ich ihn kaputt gefahren? Hm. Ich kann auch keine Rampe schalten. Du kannst es auch nicht? Ich kann nur die Stufe schalten. Ah, Digga, du hast aber auch kein Gewicht hier vorne dran. Und das beim Dreiachs ist natürlich auch... Ja, brauchen wir nicht. Also, kaputt gefahren. Triebsatz im Arsch. Triebsatz. Ätzend, Alter, bei 79 Stunden. Ja, das, wenn du jetzt schon die Fahrer darauf lässt. Ich hab nichts gemacht, ich bin die Karre nur gefahren hier. Das ist ja komisch, ne? Gut, hol ich einen 6R oder was? Nö, mach mal weiter. Ja, aber dann ist er, also, okay. Kann er noch Peng machen, ne? Aber hast du die Rampen gesehen? Nee. Okay, na, dann fahren wir jetzt hier platt. Also, ja, das stimmt, der ist komplett im Arsch, ja. Da gehört er nicht hin. War der, wie hoch war denn der, wo wir angefangen haben? Der Schaden? Ja. 0%. Krass. Also höchstens 5. Ne, dann war es. Aber komisch, dass keine Meldung kam dann, ne? Ich meine, könntest du ihn über die mobile Werkstatt reparieren, ne? Ja, können wir jetzt nicht, keine Zeit. Aber komisch, ey, mit dem Ram. Ja gut, dann wundert es mich nicht, dass er so absackt dann, ja. Ursprung ist Smetis, aber der hat mit Smetis hier nicht mehr so viel am Hut. Gar nichts mehr. Ja. Ja, dann würde ich den tatsächlich über F10 gleich mal reparieren, weil das ist natürlich unrealistisch, dass der hier komplett platt geht. Ja. Und dann mal gucken, wie er sich dann verhält. Was hast du denn, Martin? Ich frage jetzt den Hänger wechseln. Den Dämmler holen. Oh. Moin, bin momentan auf das der Suche nach einem Joystick. Sollte nach vorn und hinten sowie links und rechts bedienbar sein. Wechseln würde an die Wand oder zwischen die beiden Spuren haben. Hier? Hast du oder dein Shadow eine Empfehlung? Ich wollte dazwischen, hab's lenktechnisch nicht hingekriegt. Deswegen habe ich dir zwei Optionen aufgemacht. Ja, danke. Sehr nett von dir, aber ich diskreditiere mich gern selber. Das ist kein Problem.
Also, Joris, welches Budget für einen Joystick hast du denn? Ging der jetzt hier bis hinter an der Wand? Ich sag dir Bescheid. Hast du den jetzt repariert gerade? Nein. Ist es jetzt besser? Ich hab noch nicht repariert. Ich sehe gerade meiner. Meiner ist auch komplett auf 0%. Oha. Budget ist komplett offen. Die Dinger für 30 Euro taugen nicht. Ne, doch, doch. Also. Hier der Logitech Extreme 3D wird viel genommen. Dann, Tobi, du hattest auch noch ein paar Optionen, oder? Ja. Ich hatte mal den. Oh, wie hieß der denn noch? Lass mich kurz überlegen. Lass ich. Jungs, hat das einen Grund, dass die Tür, die Tore zu sind bei der BGA? Nö, mach auf. Okay. Ich habe von Trustmaster den Warthog. Lightstick, der ist komplett aus Aluminium, hat eine magnetische Base, also die. Der läuft über Magnete, nicht über diese Schleifkontakte. Also eigentlich verschleißfrei. Also das zum Thema, wenn Geld keine Rolle spielt. Wie heißt denn der neue? Trustmaster. Trustmaster, 80 Euro. Farmstick, schieß mich tot. Simtask oder sowas. Simtask. Ach so, ja, das wäre natürlich auch eine Option, ja. Stimmt. Das sah doch nicht schlecht aus. Das stimmt. Da liebäugel ich auch noch mit. Muss ich auch noch mal angucken. Ja. 79 Euro, meinst du, kostet der. Das wäre ein guter Deal wahrscheinlich, ne? Ja. Vielleicht schmeiß ich da dann den Turtle Beach nochmal raus. Mal gucken. Für mich war das Schöne bei dem hier, da kannst du den Joystick einfach von der Base runternehmen. Kannst du den jetzt zum Schrauben. Und weil ich mir selber hier so eine Seitenkonsole gebaut habe, da konnte ich den einfach durchstecken von unten und wieder draufdrehen, ne? Ja, aber ich da bist du auch den 3D Pro und den musste ich komplett auseinandernehmen, um mir das Loch zu kriegen. Aber bei welchem Preisgefüge bist du da? Das ist ja schon. Ja, gut. Hm? Ich meine, gut, er hat ja geschrieben, Geld spielt keine Rolle. Also. Geld das spielt keine Rolex. Der Joystick an sich kam, ich glaube, 250. Mhm. Ja. Glaube ich, irgendwie so. Ja, Jay, wenn du das Ganze noch zur Wand schaffst, da. Das wäre gut. Also, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann ich die Joysticks von. Whirlpool Controls empfehlen. Da wäre auch mein Favorit dabei. So meinst du? Ja. Aber da bezahlst du dann auch für einen Joystick 600-700 Euro. Naja, das ist vielleicht ein bisschen. Alter. Aber das Ding ist so ultra geil. Wie wird es geschrieben? Whirlpool? Whirlpool. Schreibt genau. Renzio gerade im Chat. Ne? Ja, V-I-R-P-I-L. Ah, oh, ja. Also auf der Straße läuft doch jetzt schon bedeutend besser, sorry, noch ganz kurz. Ja, alles gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das Modell heißt. Sieht so ein bisschen abgespaced aus, so ein bisschen nach vorne. Der heißt auch, glaube ich, irgendwas mit Space, glaube ich. Rechtshänder, Linkshänder-Version. Oh, ja. Geil. Sebastian, dann können wir den raufnehmen. Nächste Woche, ist kein Problem. Den würde ich mir bestellen, wenn Geld keine Rolle spielt. Und Feli, du drehst durch. Oh, die haben da mal einen. Die haben da aber alles. Im Silo sind eine gute Million aktuell. Und 160. Ohne Base. Ja. Haben sie auch. Gerne. Eine Runde fahre ich noch mit dem Fahrzeugzustand. Beobachte das jetzt nochmal und dann können wir gerne wieder tauschen, wenn du möchtest. Jo, kann man machen. Dann gucke ich mal, ob ich den vielleicht zurücksetze. Nö, geht schon. Das geht schon. Danke. Wenn man den VPC Alpha Prime. Das ist aber das ist interessant, weil ich ja auch dabei bin, Seitenkonsolen zu bauen, wenn man den so easy auseinandernehmen kann. Ich habe mir halt einfach, ich sitze ja in so einem kompletten Rig und habe hier so eine Holzplatte. Alter, halt, das hast du noch ein Foto von? Ja, kannst du in eine Fotobox schicken. Achso. Ja, geistesgeschön, das Ding, sag ich. Also die Bilder, keine Sorge, die Bilder in der Fotobox auf dem LUWZ-Discord bleiben auch in der Runde, keine Sorge. Ja, alles gut. Aber dann muss ich jetzt nochmal eine in der Kirche. Weil ich hab noch meinen Trustmaster Schaltung da dran gebaut und das.
Wie an der 8 oder was? Jo. Man acht aber bitte nicht aufs Kabelmanagement. Oh, Kabel, Kabelmanagement habe ich auch aufgegeben, das ist sinnlos. Ein Leben mit Kabelmanagement ist Digga. Sinnlos. Digga, geil. Warte, jetzt mal ein aktuelles von der Seitenkonsole hier. Ja, du hast ja gar keinen Schreibtisch. Doch, ja, der steht links daneben. Aber da ist der PC von meiner Frau drauf. Ja. Ja, mega. Oh, die Seitenkonsole ist auch simpel. Okay, das hat die von Logitech noch mit dran. Geil. Ja, und dann eine Buttonbox, die ich selber gebaut habe. Und dann halt, ja, einmal das, das Stream Deck Plus und das kleine Stream Deck, ne? Ohne dicke Vape. Na klar. Von nix kommt nix. Die Buttonbox muss auch noch gebaut werden. Ich habe auch noch so viele Teile hier liegen. Und das, was da vor meinem PC steht, dieses Ding mit der Feder, das ist die Bremskraftverstärkung von meinem Bremspedal. Da hat mir letztens der Ding abgerissen. Oh. Mhm. Mal eben komplett hinten hinter die ganze Feder alles rausgerissen. Ach du Scheiße. Ja. Linken Kammer, Felix. Ja, ich richte mich noch sehr. Ja, hat aber auch viel Zeit und ständig wieder zusammen und auseinanderbauen und bist ja nie fertig mit sowas, ne? Nee. Auch diese WIP-Schalter, das Revier auf der V3, ist ja auch so Taster, die kannst halt alle frei belegen, auch über so einen kleinen USB-Hub. Ich mach dir mal schnell ein Foto von meiner. Ja, mach mal. Ja, die alte Konsole auf den Bildern, wo man das komplette Ding sieht, die habe ich jetzt an Engine vererbt. Die hat Engine mitgenommen. Der braucht erstmal ein Lenkrad, der Junge. Hat er ja. Boah, was? Hat er. Aber ich habe keine Möglichkeit, es vernünftig aufzubauen. Moin. Daran scheitert. Dann nimmst du auf den Schoß, ein echter Spieler liegt auch mal auf den Schoß. Ja, genau. Damit ich dran drehe und das Lenkrad die Base mitdrehe oder was? Ja, da kannst du gleich Beintraining machen, du musst du schön einklemmen. Ja, sie. Und auch Bremspedalen mit dabei? Bitte was? Ja. Und ein Bremspedal dabei? Mhm. Einzigste, was ich nicht habe, ist der Shifter. Hast du keine Einweisung bekommen am Bremspedal, oder? Nee. Wer Brems verliert, weißt du doch. So, wer ist denn hier für standortechnisch schwieriger drin? Ach, jetzt hat Tomaten genommen. Alles gut, alles gut. Klappt. Füllstand habe ich. Oh, ey, ups, Drittel. Wo wolltest du jetzt hin? Ja, ne, der ist hier ein bisschen. Der läuft jetzt auf einmal wieder. Ich fahr mal zurück. Ja, ja. Da mach ich doch schon. Perfekt. Weiter geht's. Läuft jetzt hier da hoch. Sehr gut. Warte mal gerade. Ja. Wie ist passiert? Aha. Was passiert? Und ich hab einfach den Tempomaten rausgeschmissen. Was ist los, Alrad? Was passiert? Wie hast du das geregelt mit den ganzen Knöpfen und so, Bjarne? Über eine Arduino oder? Nee, tatsächlich so ein billig China USB Interface. Ja, halt mal hab ich auch. Ja. Genau. Ich hab mir so ein Arduino, ich habe mir das mal angeguckt, aber dafür bin ich, muss ich ehrlich leider sagen, zu dumm. Also ich tatsächlich nicht. Pringals, hast du die aktuelle Dashboard Live-Version aus dem Modder? Arduino, was kostet der? 20, 30 Euro, glaube ich, je nachdem, welchen du nimmst, ne? Ja, okay, ich hätte mir dann auch noch Folientastatur halt damit gebaut, ne? Ja. Custom Made, wie immer. Noch mit rein und ich finde diese Billig-Controller, Alter, super. Na, das ja, ist auch ein. Ja, ich habe jetzt an einem. Kriegst du, glaube ich, 14 knapp dran? Ich habe 12, glaube ich. Ja. In der Buttonbox, warte. Wo, 4, ja, Joris, ist noch die gleiche. 10, 11. Ist alles verlinkt, steht alles da, was benutzt wird. Ich habe nichts anderes. Felix, was sagt dein Füllstand? Mehr Stück über die Hälfte. Also die Bahn schaffe ich wahrscheinlich noch und dann. Guck mal, ich habe jetzt eine, die ist nach dem
Fan One Prinzip. Und die, also da gebe ich mir auch Mühe, die wird jetzt auch verspachtelt oder ist schon verspachtelt. Und die soll dann tatsächlich einmal durch einen 3D-Scan. Dass man die dann droppen kann. Pringels. Also jetzt ist ja alles. Dann mach doch gern mal im Discord, gibt's ja DBL-Probleme oder sowas. Forumsbereich, da guckt auch der Martin rein, Glovens Modschmiede, derjenige, der das programmiert. Vielleicht kann der dir da helfen. Weil ich kann das jetzt von hier aus definitiv nicht. Aber Martin ist da eigentlich immer relativ schnell und auf Zack. Ist meistens irgendwelche kleinen Faseleien oder so, oder? Aber du hast das schon ordentlich eingebaut, ne? Weil nur runterladen, das funktioniert nicht. Also du musst das schon in den Schlepper einbauen. Oder auch Encoder und so weiter. Alter. Aber die... Eine Rückkopplung ist nicht... Ich würde dich hören. Ich höre genau das, was ihr auch hört. Windows erkennt den, aber LS erkennt... Aber LS erkennt das eben nicht. Das ist hammernervig. Ja. So. Ah, Alran, ich war letztens auf der A44 unterwegs. Über zig Kilometer, alle auf der linken Spur, 90 km/h. Also irgendwo bei Paderborn dort. Das war eine Katastrophe. Ich weiß also genau, was du meinst. Guten Abend, Tobi. Lieben Tobi, bestellt, mach's gut, mein Lieber. Ciao, 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 Tobi. Ah, ich hab so. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Na, die Bahn ziehe ich jetzt noch zu Ende und dann. Piane, willst du den dann gleich übernehmen? Ja, kann ich. Weil wenn du nämlich Stillstand hast, dann kann ich nämlich auch mal auf Piss gehen. Stillstand mehr sich gleich am Ende. Ich bin jetzt mit dem Dämmer unterwegs. Planer, danke für 39 Monate, ey. Wenn man mit Ruby jetzt noch fehlt, kann es aber auch trotzdem schon eng werden, ne? Ja. Ja, gut. So, ja. Kann jetzt halt den extra nicht schon wieder weg. Oder wolltest du dir sonst einen John Deere holen, dann über die wichtigen Krone, den Big X, war ich bei der Extra. Ja, nee, ich nehm Tobis Karre, wo steht denn die? So. Bjarne. Was denn? Wolltest du dann deine Bude fahren, dann fahr ich den Big X. Ja, kannst du machen. ich fahr meinen, ja. Nix mit Pullern also, gehen. Also er zeigt mir eine Rampe an. Im Tacho, aber ich kann sie nicht umschalten und hart zeigte keine Rampe an. Bei mir klappt es jetzt. Ich bin jetzt im 6R drin. Da zeigt er alles fein brav an, wie er soll. Die Schnicke. Ja. Magst du reinhüpfen? Ja, ich lasse die Karre dann erstmal hier am Acker einfach am Band. Ja, das ist so das Ding, Allrad. Also wenn relativ voll ist oder zweispurig, fahre ich zu schnell auch nicht, ne? Also ich habe jetzt immer so ein Passat aus dem Carsharing Dingsi, ne? Den Daimler, den ich immer mal gefahren hatte, den Benzer, das war aus der Firma, aber wir haben jetzt mit der Firma die Möglichkeit beim Carsharing mitzumachen, also das mitzunutzen. Ein krasses Privileg auf jeden Fall und da fahre ich natürlich nicht mit dem Privaten, weil na, Firmensache dann, ne? Muss ja dann nicht bezahlen. Und da fahre ich, also wenn es schnell gehen muss, fahre ich 180, das reicht. 180 Tempomat, wenn relativ leer ist, ansonsten halt weniger, weil wenn du mit 240 fliegst auf einer zweispurigen, ist mir das zu heiß. Persönlich. Diesen USB-Controller hatte ich dir auch mitgegeben, Engine. Lukas, das kann hier keiner beantworten, weil die Leute, die das machen, nicht hier sind. 4 WIP-Schalter. Ja. Naja, okay, verstehe ich, Alrad. Verstehe ich. Aber es ist eine gefährliche Kombo mit angepisst, Termine, Kacke. Ihr habt ja jetzt auch einige von euch haben ja auch eine Minimap im Flapper. Gab es da jetzt nochmal irgendein Rumgezappele heute oder so? Nee. Nee, gar nichts. Das flackerte? Mhm. Nee, läuft wie eine 1. Gut an. Und wahrscheinlich ist es nämlich tatsächlich jetzt gelöst zu haben, weil dieses ganze Theater lag tatsächlich an DBL und nicht an irgendwelchen Einbauten. Das hatte ich irgendwo in einem. Wo habe ich denn das gelesen? Irgendwo hattest du das hingeschrieben? Naja, in die Werkstatt. Deswegen habe ich hier das Update noch kurzfristig hochgeladen. Ich würde es nur mal interessieren, wie sich bei Gelegenheit, wie das auch für einen Beifahrer aussieht. Ob für einen Beifahrer die Map sich auch verändert oder ob sie für einen Beifahrer da bleibt. Das können wir ja heute noch testen.
Hat der 6er das gleiche Getriebe wie der 8R? Ja, Autopower im Command Pro. Also ich weiß nicht, ob es baugleich exakt dasselbe was? Getriebe ist, aber... Engine? Autopower auf jeden Fall. Abfahrt. Du kannst hier aber auch ein E23 im 8R reinnehmen, ne? Also der, unser 8R, der hier läuft, hat ein E23, der 6R jetzt hier ein Autopower stufenlos. Hey Yogi, grüß dich! Yogi! Hallo Yogi! Grüße! Abend! Hi, hi! Benutzt ihr Mais Plus, ja? Aber ich brauch's jetzt nicht, weil jetzt aktuell fahren wir hier auf dem Acker. Was sollten Umschaltrechtssteuerung rechts plus F machen? Nee, Yogi, Dirk ist noch am Umbasteln und hat er mir schon geschrieben und scheinbar hat er den Fehler immer noch. Also, da ist irgendeine komische Stufe drin. Ich bin jetzt schon wieder bei 25% Schaden. Krass. Dann muss der wahrscheinlich zurückgesetzt werden. Ja. Ah, ich sehe da schon eine. Ja, ja, genau, machst du einfach neben Adrian. Dann siehst du, was man füttern kann? Ich bin ja am GPS-Hexe. Eine Fütterung ist für mich gerade nicht so relevant. Immer noch ein Gramm Haar hoch, Angel. Weil die Tastenkombination ist kein Bestandteil von Mais Plus, das ist ein separater Mod, der nur auch die entsprechenden Übersetzungen für Mais Plus kann. Okay. So, das sieht doch gut aus. Da gehe ich mal schnell auf Toilette. Sofort wieder da. Okay, ich meine Raucherbäuschen machen, ne? Herrlich. Jane. So, Adrian. Ja. Willst du in deine neue Konsole nicht ein X52 Rotas einbauen? Ich hätte noch einen Abzug. Ich bin mit, also Frontliner Joystick habe ich schon ausgesucht, was da reinkommt. Das ist derselbe, den ihr auch habt. Allerdings, also Fahrhebel Joystick, ich bin echt super zufrieden mit dem Logitech 3D Pro. Ich habe den ja auch, ich habe den jahrelang benutzt und habe ihn ja jetzt noch Thomas geschenkt für seine Kids. Also dafür, dass ich habe den damals beim Mediamarkt im Angebot für 39 Euro gekauft und habe wirklich... Adrian, ganz kurz. Martin, machst du ihm deine Arbeitsscheinwerfer ausmachen, bitte? Achso, Moment, hinten meinst du? Jo. Danke, ja. Ganz vergessen. Martin, kannst du vorfahren. Okay, also bin da. Für den Einstieg ist der Joystick perfekt. Ja. Yeah. Der ist super. Der 3D Pro? Ja, ja. Der kostet der jetzt, glaube ich, 49 Euro und ist top für den LS. Ja. Ich habe den X52, den habe ich mir bestellt. Den habe ich dreimal nachbestellt. Jedes Mal war da irgendwas mit, da habe ich es nachher aufgegeben. Und dann habe ich mir den 3D Pro bestellt. Bin zurück. Ja. Ich habe ja auch, ich habe bei mir noch immer nicht die Software zum Laufen gebracht und habe es dann halt auch aufgegeben, weil ich ja dann die LS-Seitenkonsole bestellt habe. Felix? Ja? Also ich bin jetzt, habe jetzt zurückgesetzt und laut Shop war auf Rampe 4. Das boah, shit. Aber dass da keine Meldung kam? Komisch, ja. Wie war nochmal Reparatur? Ja, vergiss nicht, wir haben eine ältere Version drauf. Du hast ja die Anzeigedauer irgendwann mal verlängert. Ich weiß nicht, ob das in der Version, die jetzt hier drauf ist, was der Fall ist. Mhm. Das war im Multiplayer, glaube ich, sehr kurz. Oder auch gar nicht. Ja, ich hatte das so gestern auch, der hat mir auch die ganze Zeit nichts angezeigt. Mhm. Oh
nee, beim Shop ist Tor zu. Was soll das denn? Machst du wieder auf, dass die. Wir haben Schlüssel da, Transponder. Also mit VCA und jetzt auf 0% die Bremse. Das geht auf jeden Fall viel besser, ne? Ja. Ja, ja. Wir fahren geradeaus durch, Martin, ne? Okay. Dann Stöpsel da mitnehmen. Ach, der hatte doch gar keinen Beifahrer. Hat er keinen Beifahrer, der Xerion? Nein. Ah, ich wollte das gerade mal testen mit der Karte. Aber wir können das gerade mal bei deinem testen. Ich stehe auch hier rum. Ja. So. Ja, Karte. Muss ich gucken. Auf die Karte, ob die sich hier dreht, ob das. Nein. Nein, bleib statisch. Ja. Okay. Okay, dann macht es Sinn, dass ich noch was einbaue, wenn möglich, dass der Beifahrer es aufdrehen kann. Und du bist unsichtbar. Ja, gut, das stört mich nicht, ich sehe dich. Das liegt aber nicht am Deathbot Live. Nee. Nein, nein, das kann man einstellen. Muss der, der das dem Beifahrer eingebaut hat. Nee, aber die Karte war statisch. Okay. Na gut, ist ein Stück weit gewollt, dass die Karte statisch ist, weil dadurch bleibt es auch statisch bei allen anderen, in allen anderen Fällen, wo du dich selber steuerst. Hm. Aber das Fahrzeug hat sich bewegt, das hast du gesehen. Nee. Achso. Nee, nee, die Karte ist dann wirklich komplett eingefroren. Okay. Okay. Wie ein Bild. Aber ist doch, also für Beifahrer ist doch irrelevant, oder? Da würde ich auch sagen. Also würde ich jetzt nicht so priorisieren. Ja, ich sehe es jetzt nicht als kritisch an, aber ich so ein bisschen so von der vom Gesamtfeeling her. Es ist einfach schöner, wenn auch der Beifahrer die Minimap sehen kann, ne? Ja. Jay, kannst du mal bitte so weit wie möglich hier auf meiner Seite an die Wand fahren? Sieht noch so aus, als hättest du noch relativ wenig drin, oder, Martin? Ich bin bei 90%. Ja, ja, gut, ne, dann ist ja gut. Ich bin da auf jeden Fall. Ich komme dann in. Kannst du dann nach außen weg. Aber du hast das jetzt nicht. Dass ich das richtig. Noch habe ich ein bisschen. 97, 98, bin da. 99. Ich drehe jetzt weg. Jo. Mit einem CVT Add-on. Ja. Wenn die Beschleunigungsrampe quasi nicht passt, also zu hoch eingestellt ist, nimmt das Fahrzeug Schaden. Ja. Ja. Weil ich halt auf dem Feld mit der Rampe 2 fahre. Ja, das ist gut. In Stufe 1. Ja. Hab voll Schaden genommen gerade. Hast du die Stufen über 10 km/h umgestellt jetzt? Nur stehen bleiben, damit die umstellen kann. Ja, eigentlich stehen bleiben, ja. Sonst geht ein Viertel, ich hab gestern einen Singleplayer probiert, sonst geht ein Viertel von der Schadensanzeige runter. Alles klar. Da gibt's so einen coolen Sticker bei den Dudes. 700er oder 800er TMS. Da steht drauf, irgendwie Fahrstufe 1 nur im Silo oder auf dem Feld. Ah, sehr gut, und ja, das ist geil. Bei Stillstand, keine Ahnung, wieder Zuhandlung, hau ich den mit Anlauf in die Fresse oder so. ja, ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß, welchen du meinst, ja. Das klebte bei einem John Deere in der Frontscheibe. Ja, ne? Ich glaube, irgendwie. Das glaube ich auch gesehen. Irgend sowas war das, ja. Oder bei einem Fendt, glaube ich auch, habe ich das auch schon gesehen. Ah, das wollte ich mir nochmal eben wieder rausklauen. So, haben wir denn hier noch jemanden? Ja, ich bin da. Okay. Ich denke mal, naja, ich kann noch mal mit rumdrehen. Ich fahre ja gern voll.
seid ihr jetzt bei 8 km/h geblieben? 10. No. Okay. Muss jetzt nur noch ein Hexler kommen. Auslasten das Ding hier. No. Oh, jetzt ist er auch plötzlich wieder heile. So, kommen wir in der Mitte rein hier? Also, Björn, ist das dein Ernst? Ja. Kommst du rein? Ja, ich komm rein. Oh, hey, einfach vorgedrängt. Ey, wirklich. Eiskalt. Timing ist alles. Zehn? Jo. Genau. Aber wobei, wir können auch... Probier mal 11. Hier ist Fahrgasse. Guten Abend, der Krone hat einen EasyCut 900-3 Vanilla. Okay. Aber ey. Machen wir auf 12, Janne. Ey, jo. Das, weil du keine Seitenkonsole hast. ja. War der WGX eigentlich vollgetankt? Ja. Ja. Boah, man ist schon gut was da durchgenommen. Ja, 500 Liter die Stunde. Ja, die 24 steht da und irgendwie versorgt werden, ne? Ist auch so, ne? Ganz klar. Das kommt von Kraftstoff, ne? Naja, eben. Und durch was ist Hubraum zu ersetzen? Durch noch mehr Hubraum. Oder wie du es gerne sagst, durch den Kompressor, ne? Kompressor? Ja, so eine Zwangsbeatmung ist immer gut. Ja, aber war ich tatsächlich noch nie Fan vom Kompressor. Kompressor? Irgendwie. Normal, also, okay. Also, ja gut, ich meine, Feeling ist natürlich geil. Vor allem mit diesen Hellcat-Dingern, wenn die da übelst am Jungen sind. Aber Alter, wenn du da irgendwie... Keine Ahnung, 2,5 Umdrehungen, 2,5 Bar Ladedruck in die Fresse, Chris. Das schockt viel mehr. Ja, du, das kannst du ja mit so einem Kompressor auch realisieren. Du musst halt einfach nur die Riemenscheibe verändern. Ja, gut, aber ja. Du hast ja übers gesamte Drehzahlband, du hast ja nicht auf einmal so einen Schlag. Nee, das ist richtig. Und das ist er ja. Ja, das, ich weiß. Jo, fahr mal ein paar Blas. In meinem Auto halt leider so drin. Aber wir sind 11 Kammer. 11 Kammer, Junge, Junge. Die Nachfolge hat es leider nicht gereicht. Das ist leider nur ein B8 geworden. Was fährst du für ein Auto? Ein Audi S4. Ein B8 von 2012. Scheiß Kriegen vor dir. Ja, eure Armut kostet mich halt. Ja, ist furchtbar. Ja, ich fahr halt nach Höfner, ne? Und kaufe Geschenke. Ja. Siehst du, wenn man das macht, kann man sich kein S4 mal leisten. Das ist halt so. Das ist mal gut. Aber das Geld hätte ich mir ein Auto gekauft. Ich fahr da mit meinem C63 AMG. Ja, nee, aber das ist... Hättest du hättest sogar einen jüngeren gekriegt. Meiner ist bei 2013. Ja, schön für dich. Was hast du für eine Karre? Oh, auch ein S4. Nein, A4. Ach, ja. Genau. Der Bodenständige. Der Bodenständige. Aber Quadro. Ja, klar. Wenn er nicht fahren kann, muss er Allrad haben, ja. Ja. Kommst du irgendwann? Ja. Ihr sagt doch was, Mensch. Für mich auch, Sebastian. Ich hier 8 Meter wegfahre. Ja, ich bin noch da. Audi-Fahrer, ne? 11 km/h, ja, ne? APX, der ist von Dins. Den gibt's so, also nicht genauso. Schön, also diese Dashboard-Live-Geschichten und so nicht, aber das Fahrzeug von Dins gibt's es. So ein schöner Allrad trifft, ist immer geil anzuschauen. Ja, da kriegst du das. Das ist normalerweise nicht. Also meiner geht quer. Ach, guck mal, Sebastian schreibt, er fährt einen 2003er ST220. Das ist ja Mondeo, ne? Sieht man auch nicht oft. Vor dem kam nie wieder.
Ja, ich habe auch Ford gefahren. Ja, du betonst es, gefahren. Ja. Nee, der war gut, der war gut. Ich hatte einen 2009er Mondeo 2,2 Liter Diesel. Der war ganz cool. Das sind gute Motoren, ne? Ja. PSA. Aber gut. Ja, ich habe einmal einen Ford gehabt, das war ein Ford Focus ST. Mit 400, was hat er gehabt? 430 PS. Auf der Vorderachse. Junge, da sah ich ja auf der Vorderachse. Das Ding hat in alle Richtungen geholfen. Ja. Also Spaß gemacht. Und dann 3 Zoll durchgehende Abgasanlage. Oh, das macht Musik. Das Ding hat ja sehr gut, Sebastian. Gibt es auch nicht mehr viele gute, ne? Ja, da hinten raus. Nicht schlecht. Geil. Aber da konntest du nicht lange mit fahren, da hast du Kopfschmerzen. Da. Das Ding war so laut. Oh, Adrian, mal ein bisschen langsamer. Jo. Kackt sich wieder ein bisschen ein. Ich muss halt wieder auf Geschwindigkeit kommen. Jetzt bin ich bei 11. Oh, bin ich so schnell? Was macht er denn? Ist noch jemand in Nähe? Ja, ne? Nähe BGA? Nähe Häcksler. Nee. Angel ist hinter dir. Ich gehe gleich rechts rüber. Naja, ich steck grad mein Tempomat rein. Das auch drinnen drehen können. Wenn nicht tief vorwärts rein, hinten rum. Oh, wo nicht mit Spitze, das ist noch da. Geht aber mit der Allradlenkung. Ganz vergessen, ich muss meinen Tisch gerade aufräumen fürs Foto. Zack, war die Spezi weg. Scheiße. Wie viel habt ihr noch auf dem Feld? Kann ich gleich mal gucken. Stimmt noch die Hälfte, oder? So vom ja, über die Hälfte, glaube ich, noch. Echt? So viel noch? Mhm. Ja. Wir haben noch die ganz langen Stücke und dann hinten nochmal die große Ecke. Ja, die langen Bahnen, das zieht sich dann auch nochmal. Ja. Felix, wenn du direkt neben Martin ab... ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, also so wie ich jetzt oder andere Seite? Ja, direkt neben Martin, die Spur. Das sehe ich doch nicht, sehe doch Martin nicht. Na, guck in den Spiegel. Ach so, nee, da kann ich nicht, da wäre schief. So, wir müssen nur eventuell die Abladegeschwindigkeit anpassen. Ich fahr mal gerade, Ja, passt einfach an, Martin. Geh mal auf 12. Ah, okay, Inche. Jetzt sehe ich ihn, alles klar. Boah. Himmel, schneller, mal schneller. Turbo drin. Ja? Im Vergleich zu vorhin. Oha, der entlädt aber gut, ne? Ich habe irgendwie einen scheiß Ping gerade. Noch ein Stück. Oh, wow. Das ist gut so. Oh. Noch ein Stück. Ich glaube, Noch ein Stück. Ja, warte mal, bitte. Ich muss mal hier eben schnell. Alter, der kippt doch! Schnapp! Wie voll bist du denn, Jay? 101. Oh, alles klar. Leute, der Hexer steht, was ist da los? Sind alle bei mir. Bjarne, Felix, ein rechts, bitte. Oh. Ja. Oh Gott, hat er eine Mickey Mouse Hupe, der. Felix, tick schneller. Tick schneller? Ja. So? Ja, es ist gut. Jetzt. Ja. Ich stelle euch auch mal ein Foto rein, wie es bei mir aussieht. Damit ihr euch nicht wundert, warum ich nicht mit Lenkrad spiele. Oha. Wieso? Geht doch.
Ja, wen tut das? NJ, du musst das Bild auch reinstellen, wo man von der Seite deinen Sessel sieht. Dann erklärt nee, das dafür müsste ich erst mein Zimmer aufräumen. Moin, zockst du Controller, Alter? Ja, ja. Aber das merkt man dem gar nicht an, dem Jungen. Nee, krass. Das ist Wahnsinn, ne? Heftig. Die brauchen Seitenkonsolen und alles. Ich hab das am Anfang auch gemacht, bevor ich das erste Lenkrad hatte. Ich auch. Echt, wa? Ich Xbox auch, Controller. Ja. Genau, Xbox Controller. Ja, das ging ja. Wunderbar. Also da kann ich mich glatt einordnen, ich habe auch kein Lenkrad. Ich spiele auch einen Controller. Ja. Krass. Das Einzige, wo man das merkt, ist, wenn dann auf einmal so eine plötzliche Lenkbewegung kommt. Da merkt man das dann, aber sonst... Hey, wir haben hier alle 900 Grad Minimum. Ich glaube, du lenkst schneller als wir. Das ist richtig, aber das ist halt das Problem. Wenn ich mal so eine plötzliche Lenkbewegung mache, dann sitze ich halt auch mal so 2 Meter, was du ja schon mal mitbekommen hast. Ja. Das stimmt. Ich habe, glaube ich, auf 1080 stehen. Ja. Das schafft mein Lenkrad leider nicht. Also ich mein mobiles Setup habe ich gar keine andere Wahl. Ich habe schon mal geguckt, was ich für Möglichkeiten im Lenkrad hätte, aber das passt alles nicht. Naja, ich kann mal bitte das nächste Mal einen Tick schneller fahren, bitte. Tick schneller, jo. Ich kann, glaube ich, bis 2000 Lenkwinkel einstellen. 2000, mhm. Wofür brauchst du denn das? Schiffssimulator oder was? Ich habe keine Ahnung warum. Gefahren. Wie bitte? Wie schnell bist du eben gefahren? 3. Nochmal 4. Ja. Frag mich nicht wieso, Felix. Das kann ich dir auch nicht sagen, wie viel man das braucht. Kaputt, hä? Nee. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, bei mir das Problem, dass ich keine Lenkrad bekommen, weil dieses Brett ist einfach nur lose. Muss mir das Bild gleich mal angucken. Das klingt wild. Wer fährt denn da falsch? Wer wohl? Derjenige, der jetzt eilig hat. Oh Mann, ey. Hier, und er ballert dir wieder. Ah, nee. Ja. Der ist falsch gefahren. Ich sag dir, wenn der Alte von seiner Tour zurück ist, muss ich mich wirklich mal mit dem unterhalten. Ja, sorry, wenn die Feldausfahrt zur Straße näher ist, fahr ich doch nicht erst über den Acker rüber. Ja, ist doch richtig. Siehste? Deswegen fahr ich falsch. Also Felix, nächstes Mal ein Einbahnstraßenschilder für die Wege. Ja. So, Männer, ich park mich jetzt aber hier ab an der BGA. Jo. Halb fünf klingelt der Wecker. Angenehm. Jo, macht Spaß. Ich nehme aber auch übelst Schaden. Am John Deere und ich habe Beschleunigungsrampe 2. Muss ich versuchen. Okay. Achso, nee, warte mal. War das Fahrzeug nicht ausgewählt? Passt alles. Ich wollte gerade sagen. Martin, Einfahrt verpasst. War da noch eine? Ich kann mir immer hier oben die. Ja, da wo der auf Höhe vom Hexer. Martin so macht den Touri-Touri. So, wo seid ihr gerade? Ja, nur ist es ja. Jay, kannst du noch an die Wand da drüben? Auf der anderen Seite? Also, ja, genau da. War jetzt mein Plan, oder so. Eher gesagt, mein Plan war eigentlich in die Mitte da, aber wenn du sagst an die Wand, dann an die Wand. Ja, das wäre schön, wenn du da noch was dazwischen bekommst. Ich habe echt Kackping gerade, ey. Wie spät ist das? Halb. 22:41. Ja. Wollen wir mal speichern? Mach gerne. Gute Idee. Hat. Ja. Geiles Gefühl immer. Hammer. Mega. Die Adrenalin in dem Moment. Ist oder Martin? Was? Nee, ich habe jetzt auch gerade mal abgewartet, weil ich gerade auch einen schlechten Ping hatte. Ach so. Nee, du musst andere Seite runterfahren. Was? Bitte geht das ist Feld da. Ich habe gerade nur Konzentrationen gerade. Ach so. Wo seid ihr denn jetzt gerade genau? Keine Ahnung. Links, runter. Felix. Ja, ja. Dicht genug? Ja. Das sieht gut aus. Also wenn du schwarze Streifen an der Wand findest, dann sind das meine Reifen gewesen. Ja, kannst du noch einen Tick schneller. Oder?
Ich hatte jetzt die ganze Zeit 3, so wie... Ja, dann lass es so, dann lass es so, lass so, ja. So, nun gut. Hat Spaß gemacht. Ja, Adrian, war schön. Seid noch fleißig. Ja, Adrian. Ja. Und auf bis die Nächte. Hau rein, mein Lieber. Gute Nächte. Gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Bitteschön. So, Hexer, warte mal bitte kurz, ich muss mal hier eben noch. Jo. Eben schnell die Rampe, so. Alles klar? Jo. 12 km/h, ne? 12, okay. Jo. Das Skript, was hier Beschleunigungsrampen und so weiter und so fort, das heißt CVT-Add-on. Ist auch in meiner Modliste verlinkt und ja, ist schon ziemlich nice. Das ist, braucht man nicht in Fahrzeuge einbauen. Das ist in allem, was stufenlos ist, sieht man dann im Shop, kann man konfigurieren. Ich werde mal demnächst noch ein Video dazu machen. Oh. Die Rampen, du hast Rampe, Beschleunigungsrampe 1 bis 4. 1 ist eine sehr langsame Beschleunigung, 2 schneller, 3 schneller und 4 ist die schnellste, wobei 4 halt selten bis gar nicht genutzt wird eigentlich, also nur wenn du leer bist. Und wenn du eine zu hohe Rampe hast, also eine zu starke Beschleunigung bei zu viel Last, nimmt dein Fahrzeug eben auch Schaden. Ja, bei 12 km/h geht das auch runter. Da habe ich mal direkt schon 65% drinne. Mhm. Alles gut, ich ja, nee, nee. Ich... Oh, Schwungfolge. Das. Naja. Ah, kannst du die 1000 Grad die Lenkwinkel hat? Ja, ja, genau. Oh ja, was macht der denn schon wieder hier? Hier, das war ein Fehler von Server, kann ich nichts für. Oh, ei. Synchro-Bug. Ja, genau. Katastrophe. Alles klar? Jo. Elf Hammer. Elf jetzt. Ich guck schon. Ich guck. Pass mich an. Hier ist keine Fahrgasse drin. Ja, ich, alles gut, ich pass mich an. Alter, echt ein scheiß Ping die ganze Zeit. Was soll das? Ich hab die Minimap nicht eingeblendet. Warte mal. Nee, ich nicht. Ich nicht. Stabile 20. Ja. Ja, 20, 30 hab ich. An meiner schon von 30 bis 70. Seit 10 Minuten. Also dürfte gerade noch gehen, oder? Oh, ich bin ja, hier. Ja. Ist jemand da? Ja, ich bin da. Jetzt. Elf? Zwölf? Ne, zehn. Zehn. Okay. Das ist bestimmt ein bisschen besser. Oh, ich hab schon wieder vergessen, ein Bild zu machen. Oh, da müsste ich noch eine Bahn fahren. Scheiße. Ich sehe gerade, das Siliermittel hier beim Drescher, beim Hexer ist leer, ne? Ja, gut. Mhm. Ist schon leer. Sehe ich gerade mal so. Gott, die Ausfahrt sieht so gut aus. Wie sie da einfach aufgewühlt ist, weil es da ein Stück nach oben geht. Herrlich. Ja. Bist ja, du mit Allrad hoch, oder? Ich, ja, ja, ich habe ja Allrad und ein Diff-Automatik drin. Ich meine, als du gewühlt hattest. Ja, ja. Echt wahr? Ich gehe auch jetzt hier mit 40% Schlupf knapp hoch. Eieiei. Hatte ich aber bei deinem auch. Ja. Gleich mal drauf achten. Ja, 20 Liter sind im Mitteltank so ein bisschen wenig. Ja, gut. Ne?
stimmt, das geht relativ zackig. Der 6R vom Anfang war der Landersum. Nee, das war ursprünglich. Oh, der erste, den ich gefahren war, war, glaube ich, von Marmeladenbrötchen tatsächlich. Glaube ich. Ich meine ja. Und dann kam der. Ja, den habe ich eine ganze Weile gefahren. Also bis zur Folge 80 oder irgend sowas. Weiß ich nicht mehr genau. Und dann sind wir auf den Dienst gewechselt hier, weil der einfach up to date quasi ist mit Interactive Control und allem Krams. Und dann wurde der hier noch in freundlicher Zusammenarbeit von den Kollegen ein bisschen befummelt. Befummelt trifft's gut. Ja. Und nee, der ist nicht zum Download, weil wir ja gar keine Freigaben dafür haben, um das irgendwie zu machen. Also es liegt nie an uns, wegen uns würden wir alles Mögliche zum Download freigeben, aber wir sind halt nicht die Urheber der Mods und somit geht das nicht. Ich muss Smitty auch nochmal nerven. Aber der ist ja nicht gerade bekannt dafür, ne? Nee, nee. In den Fahrgassen geht er da mit einem Tiefenlockerer durch. Wir haben, meines Erachtens, haben wir oder hatten wir sogar ein Arbeitsgerät dafür extra. Aber nö, nicht zwingend. So, ich zieh mal langsam raus hier. Weil wir im Prinzip ich komm rein. Immer die gleichen Gassen fahren. Janik, brauchst du mich nicht fragen, wenn bei Dins auf dem Discord nichts steht. Ich krieg keine Infos von Moddern, wie ein Bearbeitungsstand oder sowas ist. Ich bin nicht der Modder, das ist Dins. Also ist auch nicht böse gemeint, aber wie gesagt, ich werde nicht über irgendwelche Arbeitsstände informiert. Warum auch? Es ist wie immer. Kommt, wenn es kommt. Ist fertig, wenn es fertig ist. Das ist einfach so. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass es so zeitig zum Zeigen gekommen ist. Ich denke, der Plan von Dins für den Release war ein anderer gewesen. Sonst hätte ich das auch erst später bekommen. Die meisten Modder machen so. Nee, brauchst dich nicht entschuldigen. Es ist ja alles, ich erklär's ja nur. Die meisten Modder machen so, dass sie mir, wenn sie was eingereicht haben und sie wissen, Pi mal Daumen eine Woche, dann schicken sie das rum. Also die meisten, mit denen ich zusammenarbeite jetzt. Alexander, das habe ich gerade beantwortet. Tut mir leid, aber. Ja, und dann schaffe ich aber das auch manchmal einfach nicht. Das ist dann aber auch nicht so wild. Ich mache meine Let's-Tests trotzdem, weil ich da Fun dran habe. Oh, so wie 500er von Schnibbel zum Beispiel. Ja. So, ich habe dann jetzt nochmal einen aufgewühlt bis zur Straße. Scheiße. Ja, das ist doch. Ich finde das geil. Kriminell wird es natürlich in der Pflege dann, da muss man dann echt aufpassen. Oder Felix, du bist mute. Achso, ich hab gelacht nur. Ja. Achso. Ich sagte, kriminell wird das dann natürlich in der Pflege. Also wenn wir mit dem Schlepper Pflege auf dem Feld sind, muss man dann echt ein bisschen aufpassen. Ja. Sebastian, die Buttonsticker kann man da. Was? Die kannst du bei den LS-Seitenkonsolen bestellen. Aber der Big X und der Xeon sind schon gutes Gespann. Endlich muss ich mal nicht auf den Heckler warten beim Anfahren, weil er genug Durchzug hat, um direkt auf Tempo zu sein. Ja, das stimmt. Neue BGA, hier ist der Bauplatz. Ich hab's ja noch nicht gebaut, aber die Silos standen schon. Also ich habe hier heute gar nichts gemacht. Es war zwar der Plan, aber ich hab's nicht geschafft. Lukas weiß ich noch nicht, weil es wechselt auch ständig. Aber eine Rohrkamera hat er auch nicht, ne? Nur diese Rohrkamera? Ne, müssen wir noch einen basteln. Wo soll ich denn hin, Fischi? Felix, mein rechts. Ja. Guck mal, da liegen schon zwei Spuren von der Wand an. Ich versuch's. Machst du die dritte daneben, bitte. Ja. Ich habe jetzt 80%, ist schon jemand in Reichweite? Ja, ja. Okay. Aber im Trolley funktioniert der Föhn dann zwar noch nicht, sprich meine Rundumläufe geht bei 80% nicht automatisch an 90.
Ja, aber das funktionierte doch eigentlich schon. Ist es vielleicht nur der Modus? Das liegt am Trolley. Ach so. Ach so. So, ich zieh mal nach außen weg. Ja, ja, bin schon da. Da war der Tempomat aus. Ich bin schon dran. Okay. Dann muss ich mal. Aber ich arbeite gerade dabei, im Dashboard Live noch eine weitere, ja, ich nenne es trotzdem Display-Type, aber eigentlich ist es kein Display-Type, nämlich ein Display-Type-Audio einzubauen, dass man die Möglichkeit hat, auch akustische Signale wiederzugeben. Oh, oh. Felix, wie schnell warst du vorhin gefahren? Ich habe schon auf 4 eingestellt. Sollen wir mal durchstechen? Lass mal bei 3 bitte. Das war schon nicht schlecht. Fischi, ich hatte vorhin mit 4 abgeladen. Soll ich 5 oder 6 machen? Wollen wir mal zurück, Angel? Ja, 5. Okay. Auf jeden Fall. Mit diesem Audio könnte man nämlich auch. Na gut. Könnte man auch Billevel Warnings quasi direkt einbauen. Ja, geil. Bambus, ich kann es nur empfehlen. Es ist übelst geil. Es ist ein komplett anderes Spiel und ich. Wenn ich das mal aushabe, drehe ich trotzdem meinen Kopf. Also das ist schon so drin, es ist verändert einfach das ganze Gameplay. Wirklich? Oder eben, was mir auch vorschwebte dann beim CVT-Add-on, ein Warnsignal, wenn das Getriebe zu heiß wird. Oh, das wäre auch geil. Ja, ehrlich. Wenn ich das Gameplay von dir sehe, denke ich jedes Mal, ich brauche das Headbreak-System. Ja. Ja. Ich hab's noch nur geholt, weil ich es bei dir gesehen habe, Felix. Siehst du? Dito. Und wenn ich da jetzt noch einen Affiliate-Vertrag hätte, Alter, was ich an Geld verdient hätte. Oh mein. Höfner on top dann wäre der AMG doch da. Ja, ja, dann wäre genau, ja. Mindestens. Wir tarnen und täuschen, hier ist ja gar keine Feldausfahrt hier hin, obwohl deine Legespur hinführt. Ja, nee, bestimmt du bist in der falschen Ecke tatsächlich. Ach komm, es macht gerade so Spaß. Ich fahre jetzt hier noch. Einen fahre ich noch. Oder? Schaffen wir das noch? Können wir noch einen fahren? Ja, klar. Wir haben es 54. Ja, ich habe morgen frei. Ich habe spät. Wir haben beide Kinder Ferien und ich habe Homeoffice. Alles gut. Herrlich. ich muss noch ein Bild machen. Einen muss ich machen. Wird das heute doch noch Nachtschicht streamen oder was? Nee, 24 Stunden. Nur noch ein. Glaube ich nicht mit. Nee. 24 Stunden, wenn das Kind aus dem Haus ist, vielleicht. Ich wäre dann übrigens jetzt voll. Okay. Dann halte ich mal an. Und einer da? Oh, da hinten. Nö. Oh, nee, doch nicht. Das ist Martin, der noch. Kann ich nichts für, Janik. Das ist die normale Licht. Genau. Ja. Nein, stimmt. Stellt er sich jetzt wieder aus. Guck. Denke dir mal. Video zur Belegung hatte ich nicht vor, aber wir machen noch was mit dem Kollegen von SIN Konsol, mit dem Christian. Gut, auf jeden Fall nehme ich sie jetzt. Nee, da war schon immer eine. Tatsächlich. Ja, dann zieht er ja überall gerade Ausfahrten rein, oder? Ich kann auch eine neue bauen. Danke für die Follows. Einmal niesen, zack, eine neue Ausfahrt. Ja. Ich hab's mit Schwung versucht, aber die letzten 2 Meter... Kommst du nicht drüber, ja? Ne. Einfach nur Joris. Das ist eine selbst erstellte Sounddatei. Die musst du dann nur ins richtige Format umwandeln. Das klingt auch geil, wenn die vorbeidonnern, ey. Riecht gut.
Ja, wenn ich jetzt gleich an der WGA abgeladen habe, dann würde ich dann an der WGA auch bleiben. Ich glaube, ich auch. Zurückbekommen lohnt sich dann nicht. Nee, ich fahre auch nur noch eine. Gemutet. Kommt nach Felix dann noch einer oder soll ich da noch zusammenklappen? Ja, also, ich bin noch auf dem Weg, ja. Eine Ladung mache ich noch. Nicht, dass ich immer auf Frühloch unter im Hexer sitze und dann ohne Rund keiner mehr kommt. Hörst im Hintergrund nur die Grillen trippen. Ja, genau. Okay. Oh nein, ich mach's jetzt nicht. Hast du einen Sound am Start, oder? Klar, Standard Discord. Standard bei den Dudes. Klar. Wir haben alles. 3000 Jahre später. Ja, genau. Ja, tut mir leid, ich hab halt keine Shortcuts dafür. Hast ich hab meine ewig nicht mehr benutzt, ich weiß gar nicht, ob da noch was drauf liegt. Was ich hab? Wie machst du das denn? Gibst du so einen alten GTA San Andreas Cheatcode ein in deinen Controller, oder? Nee, ich tappe raus währenddessen, wie ich mit dem Tempomat fahre und klick auf das Discord in den Button rein. L2R2R, Doppelviereck. Also ganz ehrlich, GTA Vice City, ich weiß dem aus dem Kopf nicht, aber wenn mir jemand einen PS2-Controller in die Hand gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Cheatcode eingeben kann. Ja. Muscle Memory aufs Ewige. Ja, genau. Geil. Fischi! Ja, bitte. Saran! So, ja, hier, guck mal, Mitte, neben den... Rechts, links? Warte mal, wenn du rückwärts fährst, rechts. Du musst rechts daneben, ne? Ja. Ich bin da ein bisschen flexibel. Ich bin auch echt... Felix, du wolltest noch irgendein Foto machen oder irgendwas? Ja, warte, erstmal drehen. Ja gut, ich meine nur nicht, dass du wieder vergisst, deswegen. So, sonst musst du gleich noch einen Wagen fahren. Ja. Und dann noch einen und noch einen. Ich bin echt gespannt auf GTA 6. Da wurde ein bisschen was geleakt. Also, ja, hier, Leak nächstes Jahr. Genau, und Und Spielgröße? Na, größer natürlich wieder, oder? Haltet euch fest, 700 GB. Boah, eigentlich am Arsch. Muss eine extra SSD für kaufen. Produktionskosten. Willst du aber noch Tricks machen oder was? Was? Ja. Produktionskosten lagen, glaube ich, bei GTA 5 bei 200 Millionen und jetzt bei GTA 6 bei über 1 Milliarde. Das soll ja Wahnsinn. Gegenwart sein, aber hier Miami Feeling. Ja, genau. Also mal gucken, ob es stimmt. Und die aktuelle Stadt ist mit eingegliedert. Ja, die kommt auch wieder. Überleg auch mal, wie lange die GTA 5 auch schon melken, ne? Aber es läuft. Aber das ist Rockstar. Rockstar macht das immer so und die bringen auch jedes Mal ein geiles Spiel raus. Also wegen mir. Ja, und vor allen Dingen, was sie halt auch richtig machen in meinen Augen, die ganzen Erweiterungen sind alle umsonst. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Machen wir mal ein Kamera langsamer, Felix. Ja, ich orientiere mich. Ja. Alles gut. Oh, du bist ziemlich voll, kann das? Ja, jetzt dann komplett, ja. Aber Björn ist auch schon da, es läuft. Ja, ich war die ganze Zeit den von Björn gewohnt und fahre jetzt hier den kleinen Fliegel. Am Prüfung, du kennst ja gar nicht mehr. Vorhin ging der Drehschemel einfacher da reinzufahren. 1 Milliarde Entwicklungskosten, aber keine Lizenz für Marken. Ich denke nicht, dass GTA Den ist ein Boomer, gell, das wollen würde und es will halt auch keine Marke sehen, wie du die Autos zerlegst. Welcher Hersteller will sehen, oh ja, hier hast du die Marke, zerleg mal die ganzen Autos, jagst in der Luft, fahr damit Leute tot. Das will ja keiner. Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja auch Quatsch. Flo, danke schön für deinen Sub. Also vielen lieben Dank, Mann. Ja, definitiv. Die haben 20 Meeresbiologen angestellt, um eine komplett neue Unterwasserwelt darstellen zu können. Das ist krank. Überleg mal, 20 Meeresbiologen, die irgendwas Wichtiges machen. Ey Jungs, hier, ne? Komm mal vorbei.
Ja, aber der ist hinter 9 to 5. Ja. Oh, wie zerwühlt die Ausfahrt und die Grasfläche jetzt hier auch schon ist. Das ist herrlich. Oh, jetzt komme ich da gut rein. Ja, herrlich. Ich habe mich mal eingeschlichen. Ja. Ach, Joris, mir ist das egal, ob ich in einem Sentinel oder einem BMW sitze. Das ist in GTA geil. Ist mir das egal. Oder in einem Orbis. Muss ein bisschen näher rankommen. Ja, ich komm. Was ich halt so feier ist, wenn du halt deinen eigenen Style in so ein Spiel bringen kannst, ne? Dass du halt den Charakter komplett verändern kannst, äußerlich. Ja. Ne? Wie bei San Andreas damals, wo der Typ dann halt dick wurde oder dünn. Das war krass, ja. Das stimmt. Das war geil. Das gab's nie wieder, ne? Nee. Ah, das war wirklich... Also San Andreas, ich muss auch sagen, bei GTA, ich hatte da eine PlayStation 2 und bei Vice City, so wie bei San Andreas, kam er immer erst für Konsole. Also hatte ich jeden Teil immer zweimal. Ja. Einmal für Konsole, weil er dann rauskam und später für PC und dort hat man dann so Mods reingetüttelt und so ein Kram. Schaffst du das, wenn wir hier durchstecken, Jana? Ja, das schaffe ich. Gut. Bambus, ja, wir haben jetzt Lip Destroy Fields mit drin und es läuft sehr, sehr gut. Das ist echt cool. Mhm. Also, Jana, die Sitzpose ist geil. Was sagst du? Sie sieht optisch echt gut aus, die Sitzpose. Vom Beifahrer. Danke. Ja. Hat auf jeden Fall. Du sitzt hier. Oh, Digga, hab ich mich geschrocken. Das meine ich, ich hab doch gesagt, ich hab mich kurz mal eingeschlichen. Hab ich nicht. NJ hat auch so ein dickes rechtes Bein. Ja. Ja. San Andreas mit dem Motion Blur. Ja, da hab ich damals, hab ich schon Bilder gemacht. So, hab Autos reingenommen, Bilder gemacht und Motion Blur gemacht. Und da hat sogar ein Bild online bei PC Games Hardware auf die Titelseite geschafft. Damals. Ui. Du bist schon immer ein Streber, oder? Ja. Ich hab schon immer gern Content created, sag mal so. Wow. Das ist ein schönes Wortspiel. Ja, finde ich auch. Die Sitzposition ist echt gelungen. Ja, vor allem auch echt gut gemacht, dass du dich quasi auf dem Verschluss von dem Fenster abschlitzt, ne? Genau. Ja. War ein bisschen krüppelig erst mit der Hand da, die richtig hinzudrehen, aber ging nicht. Das KI-Verkehrssystem, da können sich Giants mal was abgucken. Ja, das ist... Also selbst, muss man ja sagen, selbst Kettle and Crops hat das bedeutend besser hingekriegt. Hier hinten haben wir mal einen guten Bestand. 320 Tonnen auf dem Hektar. 320? In einer Stunde über 400 Tonnen auf dem Hektar. Achso, kommen wir jetzt in... Jetzt wird das Ding ordentlich voll. Kommen wir in diese westliche Senke da. Ja, ne, sticht durch. Anderer Bodentyp, ne? Andere Düngung, mehr Stickstoff drin wahrscheinlich. Ich stech gerade einmal komplett durch mit Piane hier. Boah, Junge, der ist aber eklig, Alter. Oh. Hast noch? Ja, da passt gar nichts mehr rein. Ich bin durch. Ja, sind wir durch. Müssen wir gucken, wo seid ihr? Alter, 67 Kubik. 67. Ja, ihr seid gerade auf sandigen Lehm und da habt ihr übelst krassen Stickstoff. Wollen wir die Feldausfahrt mal zerstören? Ja, ne? Ja, hier. Obwohl, so viel höher ist das nicht. Wieso warten das jetzt so dick dort? Ahnung. Da kommt richtig von runter. Okay, krass. Nee, ist doch schön. Oh, ist herrlich. Oder hier ist die Feldausfahrt. Für GTA 5 kenne ich auch keine Cheatcodes. Da habe ich auch nicht gecheatet. Da habe ich auch nie gemoddet oder so ein Kram. Das habe ich wirklich dann mal mit einem Kumpel zusammen gezockt. Und ja. Ah, ich habe mir für San Andreas, für GTA 5 damals auch extra eine Konsole gekauft. Da hatte ich mir extra eine Xbox gekauft dafür. Ich wusste ja, war ja ewig angekündigt. Hab ich eine Weile gespart für. Da war die aber auch nicht mehr so teuer, wo das rauskam. Das war ein Bauen hier. Ja, und Schwung hier. Amahachi. Oh, was? Ich fahr den Hexer jetzt auch dahin, wo ihr am Abladen seid, so. Oder? Ja, kannst du machen. Ja, gut.
Nö, fahr den ruhig hierher, da können wir dann von hier aus wieder gemeinsam losmachen. Da kannst du den unter den Unterstand stellen oder so. So, Fischi, springt da noch eine Ladung? Frische Luft. Ja. Erstmal Frontscheibe aufgemacht oder was? Klar. Daran erkennt man den freundlichen Fanfahrer an den Fischi. Zähne. Kannst du direkt hierher kippen? Ja. Siehst du mich? Ja. Da? Der klingt aber auch einfach nur geil, ne? Ah, der kommt echt gut, ne? Mega. Das ist so geil geworden. Und ich habe für meinen Geschmack einfach nur Auspuff-Sound nochmal erhöht und Getriebe-Sound. Mehr nicht. Oh, NJ, muss mir ja noch was erzählen. Oh oh. Ja, aber auch dieses Geplubber im Untertouring, ne? Ah, das ist schon heftig, was Vasili da gebastelt hat. Die blinken ja sogar, die alten Warnbarken, die du aufgestellt hast. Ja, ja. Ist sehr geil. Jetzt muss ich mit dem Hexer über die Waage. Oh. Entspannte 22 Tonnen das Ding passt. Oh, geht auch, geht auch. soll ich den hier direkt auch hier wieder tanken oder? Nee. Ach so, Scheibenkleister, den hat man natürlich noch an der BGA. Das mache ich dann. Wie viel hält denn die Waage aus? Jetzt bin ich auch mal gespannt. Real gesehen muss ich ja 60 Tonnen hier drin haben. Was ja, mir aber aufgefallen ist, ich glaube, Stautmann war das vorher, der hatte weniger Kubik drin, wog aber mehr. Okay. Weil das natürlich Stellagewagen war, ne? Ja, ja, gut, klar. Der ist, Und da dachte ich dann, Mensch, wir haben ja eh nur Krone Ladewegen beim LU, jetzt Krone Häcksler, da muss Krone Anhänger ran. Ja. Was hast du denn jetzt auf die Waage gebracht? Bist du schon da? Nee, noch nicht. Ich hab grad 500er Ping. Ah ja. Silo 1... Du fährst auch gerade fast gegen den Baum gefahren, ja? Ja, ja. 1,71 Millionen. Je nachdem, wie die Waage eingestellt ist, dann zeigst du auch nur noch Strich, Strich, Strich an, wenn du so viel drin hast. Naja, Ping ist gerade heftig. Adrian hat einen entscheidenden Fehler gemacht beim Abstellen seines Fahrzeuges. Er muss dann nochmal eine komplette Runde fahren. Das ist ja dann voll in Ordnung. Na, das ist doch im Toleranzbereich. Oder? Ja. Da geben wir dem Dellmann mehr. NJ, siehst du, wie die Kotflügel zittern und der Auspuff? Ja. Okay. Oh, warte mal, da stelle ich mich auch zittert hin. Zittert das irgendwie unrealistisch, oder? Nö. Oh, Bjarne, hast du... Das, oh, das sieht man auch von außen, das sieht geil aus. Hast du dir mal diesen, was war denn das? Ursus, der jetzt gekommen ist, hast du dir den mal angeguckt? Nee. Guck dir den mal an, lad dir den mal runter und beobachte dort mal den Auspuff. Der zittert auch. Oh, richtig geil. Ja. Ich hab meinen auch am Zittern. Ich krieg aber leider den Nummernschildhalter nicht zum Zittern. Aber ich dachte schon dran. Nummernschild einfach in Grill vorne. Ja, wird schon mal. Siehst du jetzt recht häufig bei den Mods so, die so. Ja. Und dann schöne Edelstahltüte hoch, ne? Ja. Oh, weiß auch nicht. Oh. Gucken, ich habe noch zwei Endrohre auf jeden Fall noch liegen. Na dann schweiße drei da dran an die Karre. Das wäre doch mal was. Edelstahlpiepe. Herrlich. Fischi? Ja, hier direkt in die Spur, wo ich gerade bin. Fahr weg. NJ wieder mit kurzer Hose. Ja klar. Frühling!
Herrliches Bild. Aber ich das fertig habe mit dem Audio, wäre das erste, was ich mir in den Stereo einbaue, ein schönes Luftdruckgeräusch, wenn ich die Bremse anziehe. Oh ja. War im Übrigen auch eine schöne Idee von Marmeladenbrötchen in seinem 7810 eine Luftdruckanzeige, eine analoge. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen in dem Video, aber ist echt, find ich auch cool. Stimmt, hast du heute eins von hochgeladen, ne? Jo. Und hab dabei verbimmelt, dass in der Mitte zwischen den Analog-Tarots, ja, ist ein Display und dass man dort Dashboard Live durchschalten kann. Da hat er da was reingebastelt, das habe ich komplett verbimmelt. Es ist typisch, jedes Mal bei Marmeladenbrötchen verbimmel ich irgendwas. Bitte? Waschanlage hier? Nee, hier ist noch gar nichts. Das bleibt dreckig. Was hat er da von DBA denn drin? Ich weiß es ja nicht, ich hab's ja nicht durchgeschaut. Er hat es verbimmelt. Aber warte mal, er hatte mir geschrieben. Da kann man wechseln zwischen Drehzahl, Geschwindigkeit, Betriebsstunden und Zapfwellendrehzahl. Ja, läuft. Ja, gut, mehr gibt der 7810 dann natürlich in dem Analog-Ding, in dem Display auch nicht her. Ne? Nee, alles gut. Also das ist, der Marmeladenbrötchen fuchst sich da gerade echt geil rein, so, ne? Beim 7R8 Airpack hat man das schon geil gesehen. Mhm. Und ja, geile Arbeit. Den 8R finde ich richtig gut mit der Trelleborg-Bereifung mit den großen Felgen. Ja, der läuft ja hier, ne? Fischi sitzt da drin. Ja. Gut, da habe ich, glaube ich, keine Trelleborg drauf, aber... Ne, war Michelin. Ja. Bei den Trelleborg hat er die größeren Felgen. Mach nochmal die Kache an, Björn. Mach nochmal hier, ich brauche nochmal standlich hier. Mhm. Dann gucken wir mal, ob wir da noch ein Bild rauszaubern können. Jo. Danke. Jo. Die gezitterten Kotflügel. Was zittert? Ach, hier, ja. Geil. Das ist schon geil. Geiles Detail, war mir noch gar nicht aufgefallen. Ne, wenn man das nicht weiß, dann... Herrlich. Das sind eben... Ah, ja, ich stehe ja auf seine Details, ne? Das ist schon... Hast du Auspuff auch gesehen? Jetzt, ja. Da muss halt, wie gesagt, Nummernschildhalter nochmal weg, ne? Ja, knall den halt... Achso, da ist das Turbo-Batch. Ja, muss gut, das Turbo-Batch ja ein bisschen nach unten versetzen und genau. Das Kennzeichen rein, ja, wird schon machen. Ja. Oder ein langes Kennzeichen unten drunter. Einmal längs. Genau. Ja, genau. Sieht, glaube ich, besser aus, als wenn du da dieses Rechteck dran finde ich nicht. Nee, das kann nicht besser aussehen. Das, was fährst du nochmal? Audi, ne? Ich meine, das typische lange Ding. Oder du machst hier so ein Schweizer Kennzeichen da vorne rein. Kannst du natürlich auch machen in der Größe. Weißt du, was ich mir selber ab? Genau, schraub ab die Scheiße. Genau. Auch ohne kein Kennzeichen oder sowas noch. Ja. Weil ich krieg nämlich leider den Halter nicht. Krieg da den Shader nicht rauf, komischerweise. Naja, muss ich nochmal basteln. Bastel ich selber einen Halter. Mhm. Oh, das Seil auch dreckig geworden, ne? Das ist schmuddelig, ja. Herrlich. Ah, oh, guck mal, ja, das Relight jetzt hier um 19 Uhr rum. Auch sehr geil. Wieso läuft denn der Server auf 2? Das ist ja auch interessant. Adrian gefettfingert beim Speichern. Ja, das hast du gesagt. So, ich speichere nochmal. Jo. Wir verlassen. Boah, das hat Bock gemacht heute. Oh, das war wirklich geil, ja. Muss ich sagen, das hat wirklich gebockt. Ja, kann man bestätigen. Jo. Vor allem haben wir ordentlich was abgerissen. Wir haben, ich guck nochmal eben, wir haben 1,79, fast 1,8 Millionen im Silo. Wir haben 1 Million am Dienstag geschafft, ne? Das ist schon, also, sehr beachtlich. Mhm.
Aber auch sehr schön, Fischi, dass du nochmal da warst. Das hat auch nochmal ganz viel. Ja, besten Dank. Silo Meister. Generell an die Dudes. Du? Nee, Bjarne ja, nicht, dafür, Quatsch, NJ nicht, der fährt zu schnell, oder? Das ich denke mal, wir sehen uns jetzt wieder öfter. Ja, wird's ruhiger jetzt? Ja. Sehr schön, freue ich mich. Ah, genau. Den Nummernschildhalter kriege ich zum Zittern, aber das Nummernschild selber nicht, weil das nur eine Transformgruppe ist, weil das ja aus dem Spiel geladen wird. Cool. Die Sidos, nee, die können wir auch nicht zum Download geben, weil wir auch da wieder nicht der Urheber von sind. Die sind einfach nur rausgenommen. Ich glaube, die sind so auf der Landerzoom auch irgendwo verbaut. Und dann wurde einfach hier die Silo-Platte nochmal erweitert, verlängert quasi. Noch eine dran gebaut. Aber das haben wir schon vor ewigen Zeiten mal gemacht. Ich glaube, da waren wir noch auf der französischen Karte, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ne, da hat man sowas ähnliches mal gemacht. Scheiße, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Wollt ihr alte, kleine Farming-Geräte sehen? Ist Chris online oder was? Chris, ne. Achso, den Buhr meinst du? Ne. Ja. Screenshots, ich weiß gar nicht, über was ich das mache. Ja, Alexa, genau, das war jetzt auch meine Überlegung. Er sieht nämlich echt schnucklig aus, was er da macht. Ich weiß gar nicht, mache ich Screenshots über OBS? Ne, über Nvidia, Dings, wie heißt? GeForce Experience mache ich Screenshots, weil da nimmt er auch einen Filter und alles mit. Ja, mach ich. Bin schon dabei. So, Raid ist offen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, ihr Lieben. Also, ihr habt es ja gehört, uns hat es Bock gemacht, ich hoffe euch auch. Bleibt bitte gesund und munter, Dienstag geht's weiter. Ich guck mal, ob ich für Sonntag noch ein Video von dem Case Steyr Event fertig bekomme. Ansonsten, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, macht's gut. Reingehauen. Tschüss. Gute Nacht.